Moin moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute sind wir bei Hobesim Racing beim Sprint Cup mal wieder unterwegs. Es geht so langsam Richtung, ja, Season Mitte hätte ich fast gesagt. 12 Rennen sind ja insgesamt auf dem Plan. Heute sind wir bei Rennen Nummer 5 und das Ganze ja auch eine Strecke, wo die Fahrer heute wahrscheinlich aufgestanden sind und gesagt haben, ja, schön, dass heute Rennen ist, aber leider ist es Kota, nicht die allerseits beliebte Strecke. Aber das Gute daran ist, die Strecke ist relativ lang und wir haben viele, viele Fahrer heute im Feld. Ich gucke mal kurz nach, es sind ja im Moment 40 Autos hier auf dem Server, die gerade mit dem Qualifying begonnen haben. Und daher würde ich vorschlagen, schnacken wir nicht lange und gehen mal auf die Strecke. So, da sind wir also. Die sind gerade erst ja auf einer Outlap bzw. auf der ersten gezeiteten Runde. Haben also noch nicht so viel verpasst. Und ja, wir wollen mal ein bisschen gucken, wer dabei ist. Wir haben ja, wie gesagt, heute 40 Fahrer dabei. Es gibt eine Gesamtwertung für alle Teams oder Fahrer bzw. und natürlich auch noch innerhalb der jeweiligen Klassen. Drei Klassen haben wir. Gold, Silber und ja, Bronze sozusagen, wenn man möchte. Also drei Wertungsklassen, eine Gesamtwertung. Schauen wir uns daher nochmal in Ruhe an. Und wir gehen mal ein bisschen ja, durchs Feld hier. Wir gucken mal, ja, wer ist mit dabei. Max Lorenz, der hier gerade in der letzten Kurve steht, muss man fast sagen. Ordentlich Stau da in der letzten Kurve. Wie gesagt, hier muss man in den nächsten 20 Minuten, na, nicht mehr ganz, ja, einen Platz finden hier, um eine gute Zeit zu setzen. Hier Max Lorenz, der ist in der Goldwertung unterwegs, also in der Pro-Wertung und insgesamt sogar Zweiter. Philipp Groß ist nämlich der, der die Gesamtführung anführt oder Führung überhaupt hat, muss man sagen. Und ja, er und Philipp Groß haben sich in der Pro-Klasse, ja, die Siege bisher geteilt. 4 Rennen haben wir ja bisher gehabt und jeweils haben sie sich 2 Siege geholt. In den anderen beiden ja, Kategorien sieht es sogar noch ein bisschen diverser aus. Gucken wir gleich mal drauf. Aber hier auf jeden Fall Max Lorenz heute mit dabei. Möchte Philipp Groß heute jagen. Dann gehen wir weiter zu Christopher Schmidt. Der hat die Nummer 2 für Vinavi Racing. Ist er am Start hier mit der Nummer 2. Wie gesagt, hier im BMW M4. Gerade auf einer ja, ersten gültigen Runde, ist gerade durch die S's durch. Dann geht es hier runter mit einem leichten Linksknick. Alles Vollgas Richtung, ja, einer von mehreren. Doch sehr, sehr engen Kurven hier. Also vor allem Sektor 3 wird sehr spannend werden. Da geht es immer side by side, links, rechts, hin und her. Denke, da werden wir richtig viel sehen. Auch hier nach dieser ewig langen Graben gibt es gerne mal Überholmanöver oder man verbremst sich da gerne mal. So, hier sind wir auch noch in den S's mit Jürgen Hofmann für Oggi Coburg unterwegs. Der Mann hier mit der Nummer 8 im Ferrari. Gerade auf einer ungültigen, leider, wie es aussieht, werden wir schon die ersten gültigen Zeiten bekommen. Pirchan, glaube ich, gerade auf die 1 gegangen. Gucken wir gleich nochmal nach. Christian Lauternbach sehen wir hier im BMW M4 ebenfalls zu Vinari Racing. Also hier der Teamkollege. Stefan van Kempen, der fährt für Vinari Racing. Ebenso für den mit der Nummer 12 hier im Ferrari. Ist gerade auch auf einer gültigen Runde unterwegs. Der ist hier, ja, gerade in dieser Reihe vierfach rechts ist das hier. Ja, geht viel Vollgas, bisschen Luft und dann geht es wieder Vollgas hier Richtung der vorletzten Kurve. Muss man, ja, ein bisschen aufpassen allgemein hier auf der Strecke mit den Frackards. Hier vorletzte Kurve in geht sogar noch, da kann man sehr viel mitnehmen. Aber hier außen und dann ja auch die letzten Kurven, die ersten Kurven überall, muss man da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Also wir werden, denke ich, auch heute einige DTs sehen. Eine Stunde wird ja gefahren. Boxenstoppfenster war auch von 20 Minuten. Sprich, in der Mitte des Rennens kann man dann reinkommen, wo man dann auf jeden Fall nachtanken muss. Allerdings, Reifenwechsel ist optional. Die allermeisten werden, denke ich mal, wechseln. Während wir gerade sehen, dass Max Lorenz mit einer 2 Minuten 5,8 hier ja, auf die erste Position gegangen ist. Also, der ist hier auf jeden Fall mit wieder von der Partie ganz, ganz vorne. Remo Kipfer haben wir dabei mit der Nummer 14 für Panther GT Racing. Hier der Schweizer im BMW. Gerade auf der 17 hat er schon eine Zeit gesetzt, immerhin, aber hat noch eine gute Viertelstunde Zeit hier, um sich zu verbessern. Ajotos, moin! Ja, das DT-Mecker, absolut. Muss man sich dann gewöhnen. Ich hoffe, die Fahrer haben genügend geübt und wissen, wo man, ja, wie weit rauskommen kann. Meistens, ja, muss man eigentlich innerhalb der Linie bleiben, mehr oder weniger. Also, wenn man hier diese Brustköpfe zum Beispiel sieht, die Orangen, wenn man da drauf fährt, dann ist es oft schon ungültig. Also, bin ich mal gespannt, ja, wer heute fehlerfrei durchkommt, was das angeht. Eine Stunde, ja, kann man sich ja durchaus mal ein bisschen was abholen an Cuts. Dann haben wir Nick Kleefeld dabei. Der fährt hier in der Pro-Wertung für Fortune Hunter Racing. Der hier mit der Nummer 15 im Lamborghini unterwegs ist. Setzt jetzt gerade seine erste gültige, wie es aussieht, auf der 18. Position. Hat er sich damit jetzt erstmal eingeordnet. Wir gehen weiter zu Daniel Hofmann. Der fährt hier in der AM-Wertung im Ferrari. Ist er unterwegs. Gucken wir mal, ob er heute ordentlich Punkte mitnehmen kann. Im Moment hier allerdings noch ohne Zeit. Jeff Ewerts im McLaren, der Luxemburger HyperX Racing One.
mit der Nummer 23 im McLaren auf einer guten 10. Position hier. Ja, ist auch Pro-Fahrer, also den dürften wir tendenziell weiter vorne erwarten, während Christian Lautenbach jetzt eine 2 Minuten 5,5 gesetzt hat. Nochmal 13. schneller als Max Lorenz, der seinerseits ja auf keine Verbesserung im Moment zumindest unterwegs ist. Also gucken wir mal, was da noch geht. Soeben hat es, glaube ich, ein, zwei Mal geleckt. Liegt aber daran, dass nochmal ein, zwei Fahrer auf den Server gekommen sind. Lag jetzt nicht an mir. Sollte jetzt hoffentlich alles flüssig laufen. Und wir gehen mal weiter zu Chris Hayer. Hat die Nummer 30. Hier ein Deutscher für HyperX Racing 2. Ebenfalls hier im McLaren auf der 18. Ja, hat sich jetzt zeitentechnisch, glaube ich, verbessert. Aber an der Position hat es erstmal nicht so viel geändert hier. Dann haben wir Stefan Mons mit der 33, ebenfalls McLaren, ebenfalls HyperX Racing One. Also hier, ja, immer relativ dicht beisammen hier, was die Nummern angeht. was die Teamkollegen angeht, sehr, sehr praktisch hier. Aber auch noch ohne Zeit leider, der Stefan. Und die Hälfte des Qualifyings ist schon fast vorbei. Also drücken wir mal die Daumen, dass er noch eine gültige hinbekommt. Ist ja gerade hier noch auf den letzten Metern dieser Runde, ist auch noch gültig. Also vielleicht kriegen wir da gleich schon die erste Zeit. Wir bleiben mal kurz drauf hier, dann können wir uns nämlich nochmal die Boxengasse so ein bisschen anschauen. Die ist auch relativ abenteuerlich, eigentlich nicht, eigentlich nur einmal links rum, aber da neigt man ganz schnell mal zu schnell rumzufahren und da oben sieht man die Mauer, da knallt man gerne frontal rein oder rechts vorbei und dann kann man nur hoffen, dass man noch genügend Sprit dabei hat, dass man noch eine Runde dann setzen kann. Stefan Mons geht dabei jetzt auf die 17. Dietrich Pfaffenroth für Soapbox Racing, den kennen wir aus den anderen Seasons auch schon, so viele, viele andere hier sind ja schon in der dritten Season, müsste es ja sein, für Soapbox Racing mit der 35, ein Porsche-Pilot hier noch ohne Zeit, genauso wie Matthias Weggel, Hofmann, Geffert, Konradi und Voracek hier auf der 41. Die müssen auch nochmal, ja, möglichst eine Zeit setzen. Michael Pirchheim sehen wir dann hier im 41er BMW M4. Team Schwarz-Bierbude, müssen auch ein paar mehr Fahrzeuge dabei sein. Hier gerade auf einer vielleicht, na, nicht ganz Pole Position unterwegs. 600stel fehlen ihm da Richtung Christian Lautenbach. Aber auch richtig, richtig gut unterwegs hier. Alexander Rütz, den sehen wir im Porsche auch gerade auf der Stadtzielgeraden auf einer super 7. Position. Silberfahrer hier. Also der kann, ja, für die Gesamtwertung, wie gesagt, 11 gut Punkte mitnehmen. Nachher gucken wir natürlich auch mal klassenintern so ein bisschen, wer da wie platziert ist. So, ich fürchte, wir schaffen gar nicht alle Autos. Wir gucken mal weiter. Daniel Andersen für HyperX Racing One. Hier auch ebenfalls im McLaren. Ich glaube, alle im McLaren da unterwegs. Hat hier die 48. Und ja, müsste, wenn ich mich nicht täusche... Ah ne, verwechselt, sorry. Der fährt ja pro Wertung. Ja, ist auf jeden Fall nicht auf den ersten drei Plätzen in der Wertung, aber hier im Moment auf der 6. Philipp Groß, das ist der, der die Gesamtwertung anführt und die Pro-Wertung. Porsche Hunter Racing, wie gesagt, er und Max Lorenz haben sich jeweils 2 Siege holen können. Gesamt und in der eigenen Wertung hier mit dem Lamborghini unterwegs. Ja, mit einer relativ neuen Livery, glaube ich, seit ein paar Wochen, ein paar Monaten, wenn überhaupt. Ja, sind sie hier unterwegs mit diesem Fahrzeug oder dieser Lackierung. Auf der 7. Position zeitgleich hier mit Daniel Andersen, den wir gerade gesehen hatten. Also, da fehlt immer eine Tausendstel, um zumindest mal eine Position zu gewinnen. Vorne sehen wir Max Lorenz schon wieder auf die 1 gegangen mit 7 Tausendstel. Pirchheim 67 Tausendstel dahinter. Aber da vorne sieht das wieder richtig spannend aus. Und wenn man mal bedenkt, ja, dass das ja eine relativ lange Strecke ist mit über 2 Minuten Fahrzeit, ist das ja umso enger einzuordnen da vorne. Dann gehen wir weiter zu Danny Anwand. Das ist Panther GT Racing hier im BMW M4. In den S's unterwegs, aber auch mit richtig, richtig gutes Rhythmusgefühl. Ja, wenn man da hinterher fährt, dürfte er auch so ein kleines Thema hier durchaus, sind ja relativ zügige Kurven zum Teil. Und wenn man da einmal Linie verliert, ja, dann geht es mal ganz schnell geradeaus, holst dir einen Cut. Und wenn du hinter dir noch ein paar Gegner hast, die überholen dich mal ganz, ganz fix hier. Aber Danny Anwand hier erstmal auf der 20 beheimatet. 2 Zehntel bringt er schon mal raus aus dem ersten Abschnitt, beziehungsweise ist er schon mitten im zweiten. Und da könnte er, ja, ich denke nochmal Richtung Top 15 sicherlich fahren. Detlef Kiep, der Zweitplatzierte der Silberwertung hinter Daniel Arning. Ja, er selber hat zweimal P3 geholt bis jetzt. Ich glaube, noch keinen Sieg, wenn ich es richtig gesehen habe. In der Silberwertung haben wir tatsächlich nach 4 Rennen 3 Sieger. In der Bronzewertung sogar bei jedem Rennen ein anderer Sieger. Also man sieht, so weiter man runter durch die Klassen geht, desto mehr Sieger haben wir tatsächlich. Aber wir teilen sich das da ein bisschen mehr auf. Detlef Kiep heute, ja, auf jeden Fall dabei hier. Arning ein bisschen gefährlich zu werden, punktetechnisch im Moment auf der 14. Alvin Busian sehen wir dann für die Petro Brothers im AMG, hat die 69. Ja, als AM-Fahrer hier auf der 12. Also da geht doch einiges, würde ich mal sagen. Also der kann sich heute auch vielleicht auf ein paar Punkte freuen. Wie gesagt, kann man sich ganz, ganz schnell vermiesen hier mit den Track Cuts. Alexander Cruz, der fährt den Ferrari mit der 71, ebenfalls 2-Platzierter, allerdings in der AM-Wertung für Panther GT Racing, hier auf der 37 im Moment, ja, hat aber noch einiges im Delta, also da geht durchaus noch was nach vorne, hier mit dem Ferrari.
Schlusslicht Performance, moin, na? Alles gut? So, wir müssen weiter. Ich glaube, wir schaffen es wirklich nicht alle. So vier Autos, Jens. Aluza kommt hier gerade aus der Box für Team Schwarzbierbude. Einen Teamkollegen hatten wir heute schon gesehen. Und er hier auf der 11. Position im Moment. Dann Daniel Pei, DOD Racing. Erkennen wir auch immer ganz gut. In Orange meistens gehalten. Die Fahrzeuge von dem Team hier mit der 74. BMW M4 auf der 31. Und auch er, ja, wird sich durchaus noch ein bisschen verbessern können hier. Dann haben wir Matthias Wegel für Hope Sim Racing. Die Veranstalter hier eher im Porsche unterwegs. Das war, glaube ich, letzte Season noch anders. Im Moment, ja, hat er eine Zeit gesetzt. Bei Conradi stimmt das, glaube ich, nicht ganz mit der Zeit da. Aber Wegel, ja, da muss noch mal ein bisschen nachlegen hier. Ist immerhin Silberfahrer. Also ich denke mal nicht, dass P40 hier sein Anspruch sein wird. Kommt aber gerade aus der Box. Also so viele Runden hat er gar nicht mehr Zeit. Die Runde ist ja doch sehr, sehr lang. Also da, ja, muss er gleich mal in den nächsten zwei Runden wirklich eine gute Zeit hinbekommen. Und schlusslich Performance. Danke fürs Abo. Danke, danke. Dann haben wir Daniel Hummel dabei, ebenfalls Fortune Hunter Racing, auch in der Pro-Wertung, wie sein Teamkollege. Er hier aber nur auf der 27, noch muss man glaube ich sagen, denn wir sehen es, da über eine halbe Sekunde hat er am Delta. Also da geht auch jeden Fall noch was Richtung, na vielleicht noch Top 20, mal sehen. Hälfte der Runde hat er ja noch vor sich. Vielleicht hat er da noch nicht ganz freie Fahrt bekommen oder noch nicht die beste Runde. Sind ja doch sehr viele Kurven hier auf der Strecke. Also ja, da hat man viel Potenzial, auch mal wieder was zu vergeigen hier. Schöne enge Linkskurve, wie gesagt, wo wir hier und nächste Kurve auch das ein oder andere Überholmanöver sehen werden. Wer hier gut Topspeed hat auf dieser Geraden, hat da sehr gute Chancen, mal eine Position zu gewinnen. Gerd Binder, der steht gerade in der Box. Das ist hier der Ferrari, die 87, der gelbe Ferrari da, den wir sehen, auf der 10. Position. Pro-Wertung hier. Ja, also auch wieder mit vorne mit dabei, hier im ersten Viertel des Feldes. Peter Lindner steht ein paar Meter dahinter nochmal für CDS Digital Motorsport in einem Ferrari, der sich da gerade noch mit einem Porsche gepaart hatte, der sich jetzt verabschiedet. Dankeschön. Hat hier die Nummer 88, also CDS Digital Motorsport, ja, auf der 13 aktuell. Sebastian Bocke nochmal Schwarzbildbude, ich glaube das dritte Fahrzeug, was wir heute sehen, hat die 123 auf P9. Ist er hier im Moment unterwegs? Na, mal gucken, also wenn die halbe Sekunde stimmt, wir können ja mal einen Moment draufbleiben, der ist ja schon wieder im letzten Abschnitt hier unterwegs, dann geht es nochmal ein richtig gutes Stück nach vorne. Naja, zwei, drei Plätze immerhin, aber zumindest hat er meinen Abstand deutlich verkleinern können. Im Moment immer noch Florenz vor Lautenbach, vor Pirchheim. Ja, Christopher Schmidt ist dann verhältnismäßig schon wieder ein Tickchen weg davon, ja, so zwei Zehntel ungefähr. So, Brocke, wo geht der hin? Auf die 5. Position, exakt eine halbe Sekunde auf die Spitze und der wird sicherlich nochmal ein, zwei Runden jetzt ranhängen wollen, um da, ja, vielleicht noch weiter nach vorne zu kommen. Marius Sahner, der ist noch ein Tick weiter dahinter auf der 21. Diese Runde ist leider keine gültige für HQTH Sim Racing. Geht er an den Start, hat die 169 in der Silberwertung. Alex Langhorst fährt in der AM-Wertung Pers Lieferservice Kiel. Auch die kennen wir, glaube ich, aus den vergangenen Seasons schon. Hat die 172 aus der Box kommend gerade. 4 Sekunden auf die Spitze. Also wir sehen schon, ja, das fällt insgesamt doch gut auseinandergezogen, zumindest von ganz vorne bis ganz hinten. Aber deswegen haben wir ja auch die drei Wertungsklassen. Dann Tobias Martini, der Deutsche hier für Martini Racing im Porsche mit der 217 hier in der Silberwertung auf P24. Der quetscht jetzt hier auch nochmal ordentlich was raus. Ein, zwei Zehntel hat er schon mal wieder gefunden jetzt. Mal sehen, ob er das noch ausbauen kann oder zumindest ins Ziel bringt. Patrick Schröter haben wir dann hier auf der 26 aktuell mit der 292 hier in einem Honda. Auch kein sehr, ja, oft gesehenes Fahrzeug heutzutage. Aber hier sehen wir tatsächlich auch nochmal einen Honda. Sehr, sehr schön. Dann geht es weiter zum Ferrari von Armin Schütz, Soapbox Racing. Da hatten wir den Herrn Pfaffenroth schon gesehen, sein Teamkollegen im Porsche war das. Er hier mit der 296 im Ferrari passenderweise. Sandro Conradi, der ist Dritter bei der Silberwertung mit der 333. Also hier mittendrin im Geschehen im Porsche auf der 18. Der hat jetzt noch, ja, zwei Runden ganz knapp, wenn überhaupt, wahrscheinlich. Ja, noch zwei Runden sind es. Ganz, ganz knapp drei vielleicht, wenn es passt. Ja, ist da noch unterwegs. Dann auf der 30 Jakob Hausinger, der Führende der AM-Wertung. Der hat sich ja auch schon einen Sieg geholt. Wie gesagt, in der Bronze-Wertung gab es inzwischen, oder ja, tatsächlich bei jedem Rennen verschiedenen Sieger. Und hier einer davon ist Jakob Hausinger gewesen mit der 437. Florian Wilmer für die Petrol Brothers nochmal im AMG, genauso wie sein Teamkollege mit der 444 auf der 29. Auch der wird sich nochmal gegebenenfalls etwas verbessern können. Na, da fehlte eine gute halbe Sekunde, um mal eine Position zu gewinnen. Die hat er, ja, theoretisch im Delta, aber leider gerade ungültig, wie wir sehen. Jetzt kann er nochmal auf eine vorletzte Runde gehen. Marcel Sauer, auch gerade leider auf einer ungültigen, hier schon im zweiten Sektor. Also der hat auch nicht mehr viel Zeit, auch ein bisschen Verkehr da gerade um sich.
Aber mal sehen, ob er sich nochmal von 38 verbessern kann hier. Der Marcel für Hovesim Racing ist er nämlich heute, ja, mit Matthias Wege sozusagen am Start. Wolfgang Busch, ja, wir schaffen doch alle. Die 568 ist das hier im McLaren. Books Racing hier auf der 28 im Moment. Also da fehlen auch nur so ein, zwei Zehntel. Dann geht es auch schon wieder einen Tick nach vorne. Bin mal sehr gespannt, gerade hier in den letzten Kurven. Da hat er gleich auf jeden Fall nochmal Zeit. Dann haben wir nochmal das dritte Fahrzeug von Soapbox Racing. Michael Weber in der AM-Klasse geht er an den Start. P37 hier im Moment. Johannes Heuss, 7-7 der Grieche für Team Schwarzbierbude. Ja, der ist Dritter, insgesamt Dritter in der Pro-Wertung. Also der möchte heute natürlich auch wieder dicke Punkte holen. Ja, bis jetzt einmal P3 geworden, glaube ich, war sein bestes Ergebnis. Also dafür, dass er ja nur P3 einmal hatte, insgesamt Dritter, sieht das auch gar nicht mal schlecht aus. Im Moment hier auf der 6. Wollen wir sehen, ob das Delta stimmt, ob er da tatsächlich auch gut nach vorne kommen kann. Auf jeden Fall sehen wir, er ist gut unterwegs. Also Potenzial ist auf jeden Fall da, um da vielleicht, ja, Florenz Lautenbach-Pirchheim gefährlich zu werden, die da immer noch sehr knapp beisammen sind, aber jeweils oder fast jeder von denen nochmal auf eine Verbesserung. Aber bin mal gespannt, die Sache ist noch nicht ganz gegessen. Zwei Autos fehlen uns noch. René Moldenhauer haben wir noch für RM Motorsport hier auf der 21. Wir sehen es gerade oben eingeblendet. Pirchheim jetzt auf die erste Position gegangen und André Duracek, ich hoffe, man spricht so aus, hier auf der 35. Position in der AM-Wertung für Rock Gear Racing. Also, wir haben es doch gerade so geschafft. Eine Minute 44 haben wir noch und ja, wie gesagt, vorne geht es doch gut zur Sache hier. Pirchheim sehen wir mit der 2 Minuten 5,3. Ja, immer 0,152 Sekunden vor Johannes Zeus, der sich da jetzt platziert hat. Florenz Lautenbach ein bisschen zurückgefallen. Also, ich glaube, das könnte vorne sehr, sehr spannend werden. Moin Sascha, moin Doc, moin moin. So, wir können mal kurzzeitig auf die Nummern gehen. Da sehen wir das nämlich hoffentlich auch eingeblendet. Jawohl, die weißen Plaketten dürften dann die Pro sein. Silber, logischerweise die Silber. Und die roten sind die AM-Wertungen. Da haben wir auf P16, glaube ich, den ersten. Ich gehe mal ins untere Feld. Jawohl, hinten haben wir eher die AM-Fahrzeuge. Aber wir sehen, bei den AMs scheint zumindest hier im Moment ganz gut eingeordnet zu sein. Die Pro und die Silber wechseln dann doch im Mittelfeld ganz gut durch. So, die ersten 7, 8 sind es jetzt nämlich, die da in der Pro-Wertung unterwegs sind. Ja, aber kommt schon ungefähr hin. Wie gesagt, das gucken wir uns nachher nochmal an. Nee, Quatsch, wollte nochmal die Delta einblenden natürlich. Wir wollen ja gucken, wer nochmal gut unterwegs ist. Johannes Zeus könnte nochmal Pole holen. Lautenbach vielleicht auch nochmal. Haben wir mal gespannt. Also die schieben sich gerade nochmal die Purple da hin und her hier. Ja, bin mal gespannt, wer da wirklich vorne landet und wie das im Rennen wird. Ob wir da eine schöne Führungsgruppe sehen werden. Ich denke mal, langweilig wird es ja nicht werden. Heute eine Stunde mit, mal gucken, sind noch ein paar draufgekommen. 42 Fahrzeuge sind es jetzt sogar. Also wird richtig, richtig Action geben heute. Moin Rob, na? Schon wieder Reports geschrieben? So, ich musste mal kurz was umstellen, damit wir auch nachher mal die Zeiten vergleichen können. Dann machen wir nämlich die letzten drei Runden am besten. Jawohl, dann passt das auch. Da sind wir schon so gut wie vorbereitet hier. So, Johannes Zeus, der rutscht da gerade ein bisschen weg. Da geht es in den dritten Sektor rein, beziehungsweise dritter Sektor fängt da auf der Geraden schon an. Und hier, wie gesagt, dieser Sektor wird sehr, sehr interessant werden im Rennen. Hier geht es immer hin und her. Einer greift an, der verteidigt der andere und umgekehrt. Und da bin ich gespannt, ja, wer sich da durchsetzen kann. Und dann geht es hier auf die letzten Meter. Leider Johannes Zeus jetzt mit keiner Verbesserung. Pirchheim ist soweit auch durch, wie wir sehen. Mal gucken, ob Christopher Schmidt sich noch verbessern kann. Im Moment hier ein rotes Delta leider. Also hat sich jetzt die letzten ein, zwei Runden dann doch nicht mehr so viel getan, wie das erstmal aussah. Potenzial war da, vielleicht hat man zu viel gepusht und dann die Runde ungültig vielleicht oder ja, auch wie man sieht hier ein bisschen Verkehr. Ich denke mal, Christopher Schmidt wird sich da auch nicht mehr verbessern, aber Lautenbach scheint nochmal auf die zweite Position gegangen zu sein. Also eine Zehntel gerade mal fehlt ihm da zu Pirchheim. Ja gut, also gucken wir mal, wie das im Rennen nachher wird. Bin da sehr, sehr gespannt, wie gesagt. So, Philipp Groß, nochmal eine Zehntel mit hier auf die letzten Meter. Remo Kipfer auf der 15 ist nochmal mit 2 Zehnteln am Start. Und Stefan Monz auch nochmal eine Zehntel. Aber wir sehen die ersten 15 innerhalb von einer Sekunde. Das sieht sehr, sehr interessant aus. Sind ein bisschen weiter weg da vom Geschehen von vorne. Aber ich denke, auch da wird keiner wirklich, wirklich ja, einsam heute unterwegs sein. Irgendeiner wird da schon sein, mit dem man kämpfen kann. So, Philipp Groß ist durch auf der 9. Position. Stefan Monz begleiten wir nochmal auf den letzten Metern. Gar nicht mehr so viele hier unterwegs. Sehen noch Schröter, Hummel und Hofmann sind nochmal mit guten halben Sekunden unterwegs. Ah, gucken wir doch mal, wo die gleich nochmal landen werden. Also, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Hier, Strecke ist sehr, sehr lang. Also auch die Overtime sozusagen dauert noch ein bisschen. Wir sehen ja morgen oben noch 8,5 Minuten. Also sollte jeder seine Runde auch in Ruhe beenden können hier. Also, das kriegen wir hin. Wetter übrigens sieht sehr gut aus. Ist bewölkt. Ist, ja, ein bisschen wärmer, sage ich mal. Strecke optimal. Sollte aber kein Problem sein. Sieht jetzt nicht danach aus, dass es unbedingt regnen wird.
Aber ist noch kein Rennen gefahren. Ich tatsächlich auch nicht. Ich fahre wahrscheinlich morgen das erste wieder. Und Samstag fahre ich aber Lama noch. Am Morgenabend, denke ich mal, fahre ich ein bisschen LFM. Mal gucken. So, Mods bringt nochmal eine halbe Sekunde mit. Geht nochmal auf die 10. Position. Das hat sich nochmal gelohnt hier für den Stefan. Wir waren auch noch der Letzte, der jetzt ja auch eine Runde unterwegs war. Damit sollten wir hier gleich in, ja, die Startausstellung gehen. Gucken wir hier kurz. Wen nehmen wir? Hier, nehmen wir mal den Christian Lautenbach ein bisschen. Und dann gucken wir gleich nochmal auf die Gesamtwertung. Dann gehen wir durch die Startausstellung und dann, ja, sollten wir auch so langsam ins Rennen starten. Zum Glück ist die Runde etwas länger. Das heißt, wir sollten auch in der Startausstellung alle 42 Fahrzeuge rechtzeitig einmal noch ins Bild bekommen, bevor es dann, ja, sich dann irgendwie verteilen wird. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir auch die eine oder andere Überrundung zu sehen heute. Box und Stopp muss absolviert werden, einer im 20-Minuten-Fenster. Und natürlich keine DTs holen. Mal gucken, wie viele wir kriegen heute. Ich würde mal so auf 5 bis 10 schätzen, locker. Bin mal optimistisch. Wahrscheinlich werden es noch mehr werden bei so vielen Fahrzeugen. Geht ja doch dann schneller, als man so denkt. So, hier Boxeneinfahrt auch nochmal üben, wie gesagt. Nicht in die Wand fahren nachher. Und dann geht's gleich hier, ja, in die Startausstellung. Jawohl, das ist das Stichwort. Ups. Mal kurz auf Fahren drücken, wunderbar. So. Was brauchen wir? Manufakturen. Race Gaps und einen Boxenstopp. Ja, wie gesagt, tanken ist Pflicht, Reifenwechsel ist optional. Es gibt keine Mindeststandzeit. Also, wenn man keine Reifen wechselt, und ja, dann kann man theoretisch sehr viel Zeit sparen, wenn man am Anfang sehr viel Sprit mitnimmt. Ja, aber ich denke mal, die meisten werden wechseln. Das heißt, man steht ohnehin 30 Sekunden. Von daher wird man hier auch eher mit halbem Tank sozusagen fahren. 4,5 Minuten haben wir noch. Ich trinke nochmal einen Schluck und dann, ja, gehen wir durch die Startausstellung. Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de. So, da bin ich wieder. Also, dann gehen wir mal ein bisschen durch. Wir sehen sehr, sehr viele BMWs vorne. Also, ich weiß nicht, ob der hier so gut geht, aber zumindest haben wir da einige, ja, gute Fahrer auf jeden Fall mit dabei. Michael Pirchheim also startet hier von der ersten Position, hat also gleich die Innenseite, den Berg hinauf da oben. Ich glaube, somit der höchste Punkt auf der Strecke. Sehr, sehr breit und dann geht's da, ja, mit der Hartnadelkurve direkt wieder runter in die SS rein. Bin mal gespannt gleich am Start. Wir gucken weiter, Christian Lautenbach dann auf der zweiten Position für Venari Racing mit der Nummer 11. Mit der Nummer 2 sein Teamkollege im BMW M4, Christopher Schmidt. Auf Position Nummer 4, die Triple 7. Das ist der Drittplatzierte, der Gesamt hier auf der 4. Max Florenz, der zweitplatzierte Gesamt auf der 5. Position. Also sehen wir schon, ja, spannend zwischen den beiden auf jeden Fall. Max Florenz, wo startet der denn? Na, werden wir gleich sehen. Gehen wir noch zu Matthias Weggel rüber. Der hat sich nochmal richtig gut nach vorne gefahren hier. Auf Position Nummer 6. Also hier in der Silberwertung sehr, sehr gut vertreten. Dann haben wir hier auf der 7. Position das Team Schwarzbebude in Person von Sebastian Brocke im BMW. Auf der 8. Position Daniel Andersen. Der startet hier auf der 8. Position. Schöne Livery hier mit dem McLaren. Fortune Hunter Racing mit zwei Autos, glaube ich, vertreten heute. Philipp Groß unter anderem. Das ist hier der, ja, Erstplatzierte, genau, den hatte ich eben gesucht, den meinte ich eigentlich. Ja, der tatsächlich hinter P2 und P3 steckt, also in der Gesamtwertung. Das heißt, da könnte ein bisschen was zusammenrücken, bin mal sehr, sehr gespannt. Dann haben wir Stefan Monster bei auf der 10. Position für HyperX Racing One. Dahinter der Porsche von Tobias Martini, Martini Racing. Jens Aluza für Team Schwarzbebude nochmal im M4 auf P12. Dann kommt ein Doppel-Porsche oder Porsche-Doppelpack, muss man sagen. Das ist hier Alexander Rütz für DOD Racing auf der 13. Auf der 14 die 333, der Porsche von Sandro Conradi, der ja Dritter in der Silberwertung ist. Stefan van Kempen im Ferrari mit der 12, Venari Racing, also seine Teamkollegen ein bisschen weiter vorne. Er hier auch in der Pro-Wertung unterwegs. Bestplatzierter Ferrari, glaube ich aber sogar. Remo Kipfer startet im BMW auf der 16. Position der Schweizer auf der Außenseite. Innenseite hat gleich Jeff Ewerts hier aus Luxemburg auf der 17. Position. Gerd Binder im schön gelben Ferrari B&B Racing startet hier auf der 18.
Auf der 19 haben wir Detlef Kiep für Hove Sim Racing. Sind heute, glaube ich, mit zwei Autos dabei. Er Zweiter bei der Silberwertung. Alvin Bussian startet für die Petro Brothers im AMG. AMG heute ja nicht sonderlich vertreten oder allgemein hier in der Serie nicht allzu sehr vertreten. Sehen wir hier auf der 20. Damit haben wir die Hälfte schon mal rum. Peter Lindner startet auf der 21, der Ferrari von CDS Digital Motorsport. Weiter geht's mit Patrick Schröter. Ah ne, das ist auch nochmal Hove Sim Racing natürlich hier. Dem einzigen Honda, den wir heute hier begutachten dürfen. Weiter geht's mit einem BMW M4 DOD Racing. Das ist ja das zweite Fahrzeug des Teams heute. Jakob Hausinger, der Führende der AM-Wertung. Nick Kleefeld, Fortune Hunter Racing. Hier der Teamkollege Nick Kleefeld, genau hier von... wo ist er? Philipp Groß. Glaube ich, war das, ne? Ja. Auf der 24 hier mit der Nummer 15. Daniel Hummel, Fortune Hunter Racing. Hier ist der Teamkollege nochmal. Auf der 25 der Lamborghini. René Moldenhauer im Porsche startet für RM Motorsport mit der 868. Chris Haya hier der McLaren von der 27. Auf der 28 Danny Anwand im BMW in der Pro-Wertung unterwegs. Dafür etwas weiter hinten platziert heute. Weiter geht's mit Haku TH Sim Racing. BMW M4 auf der Innenseite gleich Marius Zahner. Der McLaren von Wolfgang Busch startet rechts daneben auf der 30. Daniel Hofmann, Hove Sim Racing. Da siehst du noch ein paar mehr dabei. Hier im Ferrari auf der 31. Auf der 32 das zweite AMG-Fahrzeug von den Petrol Brothers. Thomas Schäfer auch nochmal AMG 37. Da kommen wir gleich zu. Hier also die 444. Daniel Pei, DOD Racing. Drittes Fahrzeug auf der 33. Daniel Pei. Marcel Sauer, Hove Sim Racing auf der 34. Position in der AM-Wertung. So wie so ziemlich alle hier hinten, meine ich. Alex Langhorst, der ja Dritter in der AM-Wertung ist, hat auch schon mal einmal gewonnen. Also der gehört auch dazu hier im Ferrari. Der weiß also, wie das geht, innerhalb der Klasse jedenfalls zu gewinnen. André Kvoracek hier, Rock Gear Racing auf der 36. Weiter geht's mit Thomas Geffert. Hier sehen wir die beiden, oder viele, viele Soapbox Racing Autos. Da im Hintergrund sehen wir nochmal drei Stück. Thomas Geffert hier, neben ihm Michael Weber im Porsche auf der 38. Alex Schuss hat sich noch dazwischen geschummelt, der hier auf der 39 startet. Dann auch noch Armin Schütz für Soapbox Racing unterwegs. Jürgen Hofmann auf der 41. Sehr, sehr schöner Ferrari. Und Friedrich Pfaffenroth im Porsche auf der 42. Junge, Junge, so sind ja vier Autos. So, jetzt habe ich den Chat natürlich wieder komplett überlesen, aber ich habe im Moment ja Zeit jetzt. Ja, für Lahm habe ich auch noch nicht trainiert am Samstag, muss ich auch noch machen. Und Julie, hallo, Kuku und danke für den vierten. Ist doch schon wieder mitten in der Nacht bei dir, musst du nicht mal schlafen. So, haben alles eingestellt soweit, jawohl. Ich kann nachher die Nummer natürlich einblenden, dann sehen wir auch, wer in welcher Klasse unterwegs ist. Für den Starter ein bisschen einfacher für mich, das noch mit den Marken da, damit ich nicht alle verwechsel. Aber im Laufe des Rennens gucken wir mal auf die Startnummern. Dann können wir nämlich auch gucken, ja, ob da vielleicht irgendeiner vorbeigelassen wird, so mehr oder weniger. Wir können eigentlich aber nochmal auf die Wertung gucken, fällt mir gerade ein. Die Zeit haben wir tatsächlich, ist ja noch ein paar Meter Zeit hier. Und das ist die Gesamtwertung, also das ist jetzt nicht nach Klassen aufgeteilt, sondern die Gesamtwertung. Hier Philipp Groß, wie gesagt, auf der 1, 126. Punkte. Max, du rennst dicht dahinter. Dann haben wir zu Jannis Zeus eine kleine Lücke. Aber haben wir heute ja schon ja, festgestellt, dass sie da ja, den ein oder anderen in der Startausstellung zumindest schon mal überholt haben im Moment. Michael Pircher, Schäfer von Kempten sehen wir da auch sehr dicht beisammen. Das sind hier gerade mal die ersten 30. Insgesamt, ja, weiß gar nicht, sind es insgesamt 50 Fahrzeuge, die schon mal gewertet wurden. Das sind aber die ersten ja, 30 hier insgesamt. Dann gibt es noch die klasseninternen Wertungen. Die kann ich euch leider jetzt aber gerade nicht zeigen, aber auch nicht so viel Zeit für, denn die Fahrzeuge gehen gerade in den letzten Abschnitt rein. Da wollen wir natürlich gleich nochmal auf den Start schauen. Gucken auch noch ganz kurz hier auf, was auf den Rennkalender, der uns noch bevorsteht. Also heute Kota, Snetterton, Monster, Kialami, Brands Hatch, Imola, Spa und Bathurst ist dann das Finale. Und ihr seht auch ja jedes vierte Rennen 90 Minuten lang, alle anderen eine Stunde. Und ja, da fährt man alle zwei Wochen noch einige schöne Strecken dabei. Bin mal sehr, sehr gespannt. Vor allem Bathurst natürlich als Finale ist immer gerne gesehen, das ganze 90 Minuten. Also da können wir uns auf was freuen. Dann ist aber auch schon fast wieder Weihnachten. Da sind schon wieder die ja, Weihnachtsmärkte auf. Will ich gar nicht dran denken jetzt. Aber ja, dann ist die Season vorbei. Sind ja 12 Rennen. Sonst waren es ja immer, ja 10 Rennen glaube ich waren es. Also zwei mehr. Ja, ein bisschen mehr Chancen hier was rauszuholen.
So, ich glaube, hier war die TV-Kamera ein bisschen besser am Start. Gibt ja doch schon Strecken, wo die Helicam nicht ganz so dolle ist. Und wir sehen auch schon, da geht's in die Zweierformation rein. 42 Autos, jetzt hatte ich gesagt, jawohl, einer startet aus der Box. Tobias Martini startet aus der Box, wie es aussieht. Jawohl, die 217 ist das. Alle anderen gehen jetzt hier auf der Strecke auf die, ja, ins Rennen rein, wollte ich sagen. Ah, okay, Rüli. So, aber jetzt konzentrieren wir uns auf das Rennen Nummer 5. Probe Sprint Cup hier auf Kota. Mal gucken, wie viele DTs das heute geben wird. Und Macaroni, danke für den Follow übrigens. Hier sehen wir, hoffentlich kommen sie alle überhaupt rum. Ich fürchte fast nicht. Da hinten werden wahrscheinlich noch welche in der Kurve gleich stehen, oder? Na, kommen sie gerade noch alle rum? Jawohl, die Soapbox-Jungs da hinten auch. Also alle auf der Geraden. Und los geht's also mit Pircher und Lautenbach auf den ersten beiden Positionen. Die ersten vier mit, ja, BMWs unterwegs. Los geht's also hier, Hofmann. Ja, auf der Innenseite dürfte sich erstmal da durchsetzen. Gucken wir doch mal von oben. Jawohl, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Pircher sollte sich durchsetzen können. Lautenbach muss da gucken gegen seinen Teamkollegen. Christopher Schmidt ist das hier, der sich einordnet. Max Lorenz dahinter nochmal, Venari Racing, die drei hintereinander. Mal gucken, ob dahinter alles gut gegangen ist. Da kommen sie alle den Berg runter, keine gelben Flaggen bis jetzt. Jetzt geht's aber in die SS rein. Und da, ja, ist man natürlich noch lange, lange nicht geordnet. Hier vorne geht's vielleicht noch. Wir gehen mal zu Detlef Keb rüber. Der hat schon eine Position gewonnen. Da links kommt gerade Patrick Schröter, der Honda. Weiß gar nicht, von wo der gerade herkam. Hat er vielleicht ein bisschen Linie verloren. Na, drei Positionen hat er aber schon mal gewonnen. Das sieht also gar nicht mal so schlecht aus. Hinter sich hat er Peter Lindner. Mercedes Digital Motorsport Ferrari da. Der ist selber der, ja, versucht da jetzt irgendwie schon mal anzugreifen. Den S ist gar nicht so einfach. Da muss man eigentlich erstmal nur dranbleiben. Wir gucken mal ein bisschen weiter hinten. Hier Armin Schütz schon mit 6 Positionsgewinnen. Hier auf der 34. Position. Also der Start ist auch schon mal sehr, sehr gut gelungen. Wir gucken natürlich nachher nochmal auf die Position Deltas, wer wie viel gewonnen hat. Auch Thomas Geffert hier auf der 32 Innenseite müsste sein Teamkollege sein. Sauer hier mit Weber kollidiert. Das war nämlich der Teamkollege. Da gibt es auch nochmal einen mit vom BMW von Dani Pei, der sich da ein bisschen anlehnt. Da gibt es direkt mal die Lichthupe. Da wird es ein bisschen eng, muss man sagen. So, jetzt geht es aber da Richtung der nächsten Haarnadelkurve runter. Wir gucken mal hier zu Philipp Groß auf der 9. Position. Da hat sich nichts bewegt. Dahinter sehen wir gerade Stefan Mons, wie er sich da womöglich gegen Jens Alzura verteidigen muss, der da auf der Innenseite ist. Jetzt geht es hier schon los mit den ersten Duellen im letzten Abschnitt. Links, rechts, immer abwechselnd, immer Vor- und immer Nachteil. Aber hier hat sich Stefan Mons erstmal durchsetzen können. Sandro Conradi hier, der Silberpilot. Auf der Außenseite hat der Jeff Evers, der da ein bisschen rausgedrängelt wurde. Nicht so weiter schlimm. Jetzt geht direkt weiter. Gibt natürlich hier gleich die Lichthupe vom Luxemburger. Na, da hat er schon mal 4 Positionen gewonnen. Also gar nicht mal so ein schlechter Start. Mal gucken. Ich hoffe natürlich nicht, dass er sich groß Schaden geholt hat. Wie gesagt, in, ja, knapp 18 Minuten geht er erst das Wochenstoppfenster auf. Das heißt, wer hier einen größeren Unfall hat, reparieren muss, muss nochmal nachher reinkommen. Das möchte man natürlich möglichst vermeiden, weil das holt es in einer Stunde jetzt nicht direkt auf. So, hier hinten 37, sieht alles gut aus. Haben wir vorne irgendwas jetzt verpasst? Hier ist es sehr, sehr geordnet. Ja, am Pirchheim. Wir gucken mal nach hinten raus. Sieht da mal 3 Venari-Autos hinter sich. Ja, denkt auch, was haben die jetzt im Schilde? Was machen die da jetzt? Können die mir folgen? Kann ich wegfahren? Das wird eine spannende Angelegenheit werden im Qualifying. Ja, war es ja relativ eng da zeitweise. So, wir gucken mal wieder zu Chris Haier rüber. Der hat da Hummel vor sich. Hinter hat er sich, hat er Wolfgang Busch hinter sich. Das ist da der blaue McLaren. Will mal im AMG für die Petrol Brothers. Da fahren wir mal ein paar Meter mit hier in die SS rein. Die Position hat er gewonnen. Der rechts, ja, oder vor sich sieht er gerade den McLaren. Hier guckt man natürlich, dass man dranbleibt, dass man gleich auf der Geraden vielleicht angreifen kann. Hier darf man sich erstmal, ja, möglichst keinen Trackcard holen. Ich guck mal kurz, Martini war aus der Box gestartet, ist jetzt hier hinten dran mit 14 Sekunden Rückstand. Oh Mann, 31 Positionen verloren. Also der war von der 11 ins Rennen gegangen. Der hat also noch ordentlich was aufzuholen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir ein bisschen die Zweikämpfe eingefangen bekommen. Stefan van Kempen, sehen wir gerade, hat der Langhorst überholt. Der da jetzt aber nochmal die Nase daneben hält oder immer noch daneben hält. Mal gucken, ob Langhorst da, ja, sich noch vorbeidrücken kann. Ganz im Gegenteil, Dvorak kommt da jetzt auf der Innenseite mit dem Porsche noch vorbei. Mal sehen, ob der da jetzt auch wiederum angreift. Dem Ferrari, der lässt die Tür sogar offen, hat da vielleicht ein bisschen Angst. Ah, Porsche recht vorsichtig. Außenrum probiert jetzt noch Langhorst, sich dagegen zu stemmen. Mal gucken, ob er ihn auf der Geraden bekommt. Aber wohl, wir müssen zu Max Lorenz gehen am besten, denn der ist an seinem Teamkollegen dran. Eine Position hat er gewonnen. Wir gucken mal auf die Position Deltas ein bisschen rauf. Und da seht ihr, ja, die ersten 10, die Top 10 hat sich nicht super viel getan. Florenz Zeus haben getauscht, Brocke Weggel haben getauscht. Ansonsten ist da sehr viel unverändert geblieben. Auch im Mittelfeld, ja, so 1, 2, 3 Positionen mal nach vorne. Aber ansonsten
Ja, jetzt keine riesen Gewinne, abgesehen vielleicht von Danny Anwand mit 5 hier auf den ersten 25 Positionen. Ja, wir hatten auch gesehen, dass Martini ja aus der Box gestartet war. Da hat natürlich auch schon mal viele eine Position gewonnen. Der war ja von der 11 ins Rennen gegangen. Oder wäre von der 11 ins Rennen gegangen. So, Dani Andersen, der ist hier auf seiner Position auch geblieben. Möchte sich Weggel holen. Na, gucken wir mal bei Weggel rein. Dahinter, ja, kommt er erstmal gut raus. Der McLaren nimmt da ein bisschen sehr viel Körb mit. Verliert da selber Schwung, Andersen. Jetzt muss er sogar fast gucken, ob nicht Philipp Groß da vielleicht nochmal angreift. So, wir gucken mal, ob es so einen Angriff gibt. Ich denke mal, da wird er zu weit weg sein. Sehr verführerisch. Hier spät reinbremsen. Sehr, sehr breit die Strecke. Also man bremst auch sehr viel über die Strecke rüber. Nimmt da wirklich alles mit, dass man spät bremsen kann. Sieht aber erstmal ja nicht so spektakulär aus. Bustian jetzt hier, glaube ich, gerade an Kipfer vorbei oder umgekehrt. BMW gegen AMG auf seiner Startposition. Bustian hier mit 3 Positionsgewinnen auf der 17. unterwegs. Und im Hintergrund sehen wir auch Kleefeld hier durch die SS. Der hat auch schon wieder 3 gewonnen. Oh, der klebt da jetzt an Peter Lindner dran. Ab durch die SS. Wer kommt da besser raus? Wer kann die Linie halten? Strafen wurden zumindest noch nicht abgesessen. Alle noch auf dem Server drauf. Also die ersten paar Minuten erstmal ganz gut vonstatten gegangen. Ich glaube, großgelbe Flaggen gab es jetzt nicht. Ich glaube, mal ganz hinten kurz. Aber vielleicht auch noch einer ein bisschen neben die Strecke gekommen. Jetzt keine riesen Unfälle. Ich denke, die können hier erstmal alle in Ruhe fahren, bis das Boxenstoppfenster aufgeht. Ja, vorne ordnet sich gerade sehr entspannt alles. Hier so eine Sekunde Abstand zwischen den Fahrzeugen. Max Lorenz bleibt hier nochmal dran an seinem Teamkollegen. Bustian jetzt an Kipfer wieder vorbeigekommen. Wir gucken mal kurz ins Replay rein am besten. Vielleicht kriegen wir das nochmal mit. Hier ist der AMG noch hinter dem BMW. Gucken mal, da Innenseite ging er vorbei. Mal gucken, gab es da den Switchback wahrscheinlich oder ist er vorbeigekommen? Ja, da hat er sich erstmal vorne gehalten, auf jeden Fall. Jawohl. Und damit der AMG vor dem BMW und dahinter direkt nochmal der nächste. Das müsste Detlef Kepp sein. Kipfer aber gerade ja, hier im Zweikampf wieder mit dem AMG. Da tut sich jetzt auch dadurch eine kleine Lücke auf. 2 Sekunden jetzt zu P15. Mal gucken, ob er da sich schnell davon lösen kann oder ob er hier weiter verteidigen muss. Sogar einer der engsten Duelle auf der Strecke. Weiter hinten hätten wir auch noch ein bisschen was. Da gehen wir gleich mal hin. Erstmal gucken hier die letzten Meter dieser Runde, ob da vielleicht, ja, Alvin Brussian da jetzt angreifen kann. Dahinter Detlef Kepp. Der möchte natürlich da vielleicht auch nochmal mitspielen. Ah, sieht aber nicht danach aus, dass er dem BMW gefährlich wird. Jetzt muss er sogar fast nach hinten gucken. Kepp guckt schon mal Innenseite. Spät auf der Bremse hier. Also das wird jetzt erstmal noch nichts werden. So, dahinter gucken wir mal hier hin vielleicht zu André. Den hatten wir eben auch schon gesehen. Hier auf der 36. Position. Zwischen den ganzen Ferraris ist er gerade unterwegs. Ah, mal gucken, ob er sich da durchsetzen kann. Da sehen wir auch Langhorst direkt hinter ihm. Der da Druck macht. Wilmer jetzt gegen Hummel. Hummel jetzt hier ja im links da im Lamborghini, muss wahrscheinlich Position abgeben, muss er aufpassen. Dahinter ist nämlich noch Wolfgang Busch, der da lauert, genauso wie Zahner. Weber holt sich hier, Geffert eventuell, der da ein bisschen Körb mitnimmt. Das ist hier Team intern, da wird man ein bisschen vorsichtiger sein wahrscheinlich. Aber da Weber hat sich Geffert gut und Busch hat vorne mit einer gelben Flagge unterwegs. Da gucken wir mal rein, was ihm widerfahren ist in den SS. Gab es da eine Kollision? Hat das Auto selbstständig verloren? Wie gesagt, hier Dirty Air durchaus ein Thema. Also vielleicht hat er hier ein bisschen das Auto verloren. Oversteer und da gibt es den Gegenpendler. Macht jemand 360er? Da ging es gerade noch vorbei mit dem Porsche. Und Lindner jetzt auch gerade eine gelbe Flagge. Das ist er hier. Das ist noch das Replay. Ich glaube, wir sehen es gerade nicht. Deswegen, ja, wo ist er jetzt? Hier ist er. Mal gucken, ob wir das nochmal reinbekommen. Oh, da gab es eine Kollision mit Kleefeld war das, glaube ich, hier, der Lamborghini. Da gab es ein kleines Missverständnis. Peter Lindner, das ist noch das Replay, jetzt auf der 37 unterwegs. Müssen wir gleich mal gucken, der müsste ordentlich verloren haben hier. Wir sehen es, da muss er ganz, ganz, ganz viele vorbeilassen. Ganz ärgerlich hier für den Peter. So, gucken wir doch mal, ist auf der 37 unterwegs, 16 Positionen insgesamt. Also da waren wahrscheinlich mal locker 15 davon dabei durch diesen Unfall gerade. So, Daniel Peil geht ein paar Meter davor, jetzt hier an Sauer vorbei. Jawohl, kann sich da vor dem Porsche zumindest mal halten. Van Kempen noch in Lauerstellung hier auf der 33. Ja, wir können relativ weit auch im Mittelfeld bleiben. Vorne passiert sehr wenig, muss man leider sagen. Vielleicht mal Philipp Groß hier. Der ist noch an der 8. Position dran. Vorne seht ihr Schmidt-Florenz so eine halbe Sekunde auseinander. Aber sonst, ja, da vorne 1 bis 1,5 Sekunden wird es eher größer. Da oben am Bildrand sieht man sie noch. Also der hat jetzt keine akuten Angriffe aktuell, ja, in Sicht, muss man sagen. So, Groß hier, 9. Da bleibt es auch erstmal bei. Hier geht es auch auf die Gerade. Detlef Kepp, der hat da Patrick Schröter vor sich. Ebenfalls hier sein Teamkollege.
Kann man ganz gut hier an den, ja, meistens eher gelben Liveries sehen von Hove Sim Racing, logischerweise. Also da wird man auch, ja, vorsichtig sein und da, ja, keine Unfälle verursachen hier. Und Bobby, danke für den Raid. Herzlich willkommen. Kommt ja relativ pünktlich hier. Haben noch, ja, über 50 Minuten vor uns von dem 1-Stunde-Rennen. Peter Lindner an Langhorst laut Anzeige vorbei. Könnte aber auch nicht stimmen. Ist immer wie da die Stadtziel Anzeige-Bug quasi hier. Also denke mal, da hat sich nichts getan. So, Bussian an Chris Haya dran. Wie lief es bei ihm denn hier? Fünf Positionen hat er erstmal gewonnen. Der Deutsche hier im McLaren mit der 30. Sieht also gar nicht mal so verkehrt aus. Wir können mal jetzt die Nummern einblenden, würde ich vorschlagen. Dann sehen wir nämlich auch, ja, dass er hinter sich direkt einen AM-Fahrer hat, vor sich auch. Also die kämpfen zumindest klassenintern nicht gegeneinander. Aber es gibt ja auch noch die Gesamtwertung. Da fährt man wirklich gegen jeden. Also, ja, da wird man nicht unbedingt vorbeigelassen, außer man merkt, man ist deutlich schneller. Vielleicht mal gucken, da geht der AMG jetzt doch auf der Innenseite vorbei. Mal sehen, ob er auch wegfahren kann, ist dann die Frage. Weil, ja, vielleicht kann Bussian hier auf der Strecke, ja, besser fahren vielleicht als Haya, auch wenn er AM-Fahrer ist. Aber wenn er schneller ist, dann, ja, darf er natürlich hier auch überholen. So, dann im Hintergrund wird es auch sehr, sehr eng, wie wir sehen. Oben aus der Kurve kommen sie alle raus. Und Philipp Groß hier mit einer gelben Flagge, der Fortune Hunter Racing Pilot. Ab ins Replay hier, verliert gerade sehr viele Positionen. Ist da wohl mit Danny Anders ineinander geraten. Hier mit dem McLaren an Seite, gibt es die Berührung. Und dann dreht sich doch nochmal weg da, weil der McLaren ihn nochmal leicht berührt. Und ups, da kann er einmal, ja, sich die Vorderseite der anderen Fahrzeuge anschauen. Muss auch erstmal drehen und jetzt hier wieder, ja, auf P15 auf die Strecke gehen. 6 Positionsgewinne, Verluste natürlich hier. Insgesamt, auch das ist wirklich, wirklich bitter. Hat nämlich ja auch den einen oder anderen Pro-Fahrer vorbeilassen müssen. So, Pirchheim vorne, sehen wir gerade. Neue schnellste Runde, 2 Minuten 5,8. Also der ist richtig gut unterwegs. Hat ja auch schon 1,3 Sekunden rausfahren können. Wir gucken mal in den Zeitenvergleich hier und sehen, in Summe der letzten 3 Umläufe hat er eine halbe Sekunde rausfahren können. Der ist also, ja, sehr gut unterwegs. Steht da erstmal nicht wirklich unter Druck. Gleiches gilt aber auch hier für Christian Lautenbach und Schmidt. Ja, der gute, der hat seinen Teamkollegen hinter sich. Die werden da jetzt ja eher versuchen, vielleicht P2, P3 nach Hause zu fahren. P4 natürlich. Und einfach mal hoffen, ja, dass Pirchheim vorne nochmal einen Fehler macht, sich vielleicht eine Strafe geholt oder ähnliches. Aber das, ja, werden wir dann im Laufe des Rennens sehen. Bobby, moin, na? So, Andersen hatten wir gerade gesehen. Dann gehen wir mal zu Gerd Binder rüber für E&B Racing mit der 87. Und so unterwegs hier im gelben Ferrari. Ja, für ihn ging es auch mal einen Tick nach vorne hier auf die 14. Position im Moment. Schauen wir doch mal. Da 0,7 ist er dran an Rütz. Das ist ein Silberfahrer, jetzt keine direkte Konkurrenz. Aber wie gesagt, für die Gesamtwertung trotzdem sehr interessant. Also da, ja, muss man mal gucken, ob man da vielleicht auch nochmal was ausrichten kann. Jetzt gucken wir aber mal zu Sandro Conradi rüber. Der ist da mit Aluza am Gange. Das ist hier der BMW direkt vor ihm. Und noch weiter davor Stefan Mons und Anderson side by side. Beiden Pro-Fahrer hier McLaren gegen McLaren. Mal gucken, eben hatte ja Anderson da eine leichte Berührung mit dem Kollegen. Hier kann er sich erstmal durchsetzen, aber hier, ja, bildet sich so eine kleine Gruppe im Moment. Ab P8 bis P14 ist das im Prinzip. Sehr, sehr gut durchmischt, was die Marken angeht. Aber bin mal gespannt, ob Anderson das Ganze jetzt hier, ja, geregelt bekommt. Binder geht derweil vorbei an Rütz. Hat ihn sich also hier holen können. Ferrari am Porsche vorbei. Dahinter noch Philipp Groß, der wieder ein bisschen was aufholen möchte. Kipfer auch noch in Schlagdistanz. Patrick Schröter hier mit 5 Positionsgewinnen. Ja, der sieht da im Hintergrund oder am Horizont vielmehr auch die große Gruppe, an die er noch oder ranfahren möchte. Moltenhauer verliert hier gerade 2 Positionen, glaube ich, gegen Hummel und Busch. Hier Innenseite, guckt da noch mal rein, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Hier diesen ganzen engen Kurven im letzten Abschnitt, dass man da, ja, sich nicht in die Karre fährt, weil da einer doch ein bisschen zuzieht oder der andere sich raustragen lässt. Sieht aber erstmal gut aus hier. Moltenhauer allerdings 1 Position insgesamt verloren auf der 27. Wir gehen auf die 35, die kommen auch gerade hier durch die ganzen Rechtsknicke und da sieht es gerade sehr, sehr schön eng aus. Wir gucken mal jetzt raus. Porsche, ja, der kann jetzt die Innenseite vielleicht angreifen, hält sich nochmal zurück. Das ist Voracek und der kommt dazu weit raus, genauso wie Armin Schütz, wie wir sehen. Und Peter Lindner hier, der schwarze Ferrari, kann das Ganze ausnutzen, geht vorbei auf die 35. Position. So, der muss jetzt aber selber gucken, mal gucken, ob der Porsche auf der Bremse vielleicht angreifen kann. Wir fahren mal einfach mit hier beim Porsche-Piloten. Gucken mal, ob er da links jetzt rauszieht oder ob er dahinter bleibt. Auf der Bremse kann der Porsche natürlich sehr, sehr gut angreifen. Aber hier hält er sich erstmal zurück. Geht hintereinander durch die erste Kurve. Wollte ich gerade sagen, Langhorst muss da mal richtig in die Bremse steigen. Und Hofmann, na, kann der da jetzt vorbeigehen, ist die Frage außenrum. Oha, jetzt bin ich gespannt. Wer zieht da vielleicht zurück? Aber ich glaube, da geht Hofmann tatsächlich außenrum am Ende vorbei. Hat er ein bisschen ausnutzen können, dass Langhorst da den
ja, Schwung etwas verloren hat, weil er dann nochmal, ja, gut bremsen musste. Pai verliert ja auch gerade Positionen. Da gucken wir mal ins Replay rein. Da müsste Stefan van Kempen 2 Positionen gewonnen haben. So, da vorne bei den Soapbox-Autos. Der Porsche verliert so ein bisschen die Linie. Rutscht da hoffentlich nicht weg. Oh, da kriegt er einen mit vom Ferrari. Ganz leicht zumindest. Aber kann das Auto unter Kontrolle halten. Hat da aber, ja, 2 oder 1 Position abgeben müssen. Stefan van Kempen müsste da ein bisschen nach vorne gekommen sein. Das ist hier die Nummer 12 der Ferrari Benari Racing. Teamkollegen ja da vorne auf der 234 unterwegs. Da gucke ich mal kurz hin. Da verpassen wir weiterhin nicht so viel. Aber hier um Conradi auf der 11. Position wird es gerade sehr kuschelig. Also Jeff Ebert sehen wir dahinter. Troio, der sich jetzt da mit einem leichten Quersteher fast daneben setzen kann. Porsche sollte das aber noch gut verteidigt bekommen. Aluza ist der BMW da vor ihm wiederum. Also wir sehen hier, die erste Viertelstunde ist um und immer noch richtig, richtig Action hier. Viele enge Zweikämpfe. Hier und da tun sich natürlich Lücken auf, aber man sieht es auch auf der Karte oben rechts. Das fällt doch weitestgehend noch gut zusammen. Also die Hälfte der Strecke ist im Moment noch leer. Guck mal, gerade war schon irgendeiner in der Box. Ne, Martini, aber der ist aus der Box gestartet. Inzwischen auf der 38 immerhin. Also der hat ein bisschen was gewinnen können. Ansonsten alle tatsächlich, ja, noch nicht in der Box gewesen. Van Kempen mit gelber Flagge. Oh, hat er einen mitbekommen eventuell. Gucken wir mal. Oder hat er hier selbstständiges Auto verloren? Ich glaube, Michael Weber müsste das gewesen sein. Das ist hier der Porsche, der ihn da hinten rechts so ein bisschen trifft. Genau, das hatte ich angesprochen, diesen engen Kurven. Ja, da trifft man sich gerne mal auf den Ecken. Und das bedeutet in ACC ganz schnell, dass man sich hier dreht, wie man sieht. Ja, und er kann da auch wieder nur zugucken, bis er Platz hat, um wieder auf die Strecke zu fahren. 25 Positionen ging es jetzt hier nach hinten, auf die 40. Also das läuft ganz und gar nicht so, wie er sich das hier ausgedacht hat oder vorgestellt hat. So, Zahner scheint mir hier gerade am Moldenhauer vorbeigezogen zu sein, Kurve 1. Zahner, der BMW hier vor ihm ist das nämlich. Der jetzt aber gucken muss, ob der Porsche da angreift. Das war auch schon wieder ganz, ganz knapp. Schütz jetzt mit einer gelben Flagge. Langhorst auch, Schütz. Oh, was haben die jetzt gerade gestellt hier? Auch da gucken wir mal kurz rein. So, da kommt er wieder auf die Strecke, Langhorst. Gucken, hatte das was damit zu tun? Ah, nee, ich glaube nicht. Das war, mal kurz gucken hier, Hofmann, ein paar Meter davor, glaube ich, gewesen. Oh, ich habe gar nicht auf Replay geklickt. Ja, das ist natürlich sehr spannend. Da können wir lange warten, bis was passiert. Okay, dann können wir uns das leider nicht anschauen. Dann gucken wir lieber auf die Zweikämpfe. So. Welche Kamera, jawohl. Conradi auf der 11. Position, hat also 3 gewonnen. Mal gucken, ob es auch in die Top 10 geht. Aluza, ja, ist im Moment der nächste Gegner da vor ihm, der, ja, P10 gerade wäre. Vorne seht ihr die Top 10, gar nicht super spannend. Also selbst ganz vorne jetzt, die Abstände werden immer, immer größer, wenn auch nur so im Zehntelbereich. Aber 2 Sekunden, 1 Sekunde, 2, 3 Sekunden, wirklich alle sehr, sehr gut aufgefächert. Vor allem hinten geht es richtig gut zur Sache hier. Geffert, glaube ich, gerade am Moldenhauer vorbei. Mal gucken, jetzt kriegen wir es hin mit dem Replay, jawohl. Jetzt passt das auch hier hinter dem Porsche aus dem Windschatten raus. Hier der AMG, ja, wahrscheinlich ein bisschen stärker hier auf der Geraden. Ist sogar schon vor der Anbremszone so gut wie vorbei. Kann also hier wunderbar die Position holen. Porsche könnte sich überlegen, ob er vielleicht mit einem Switchback nochmal angreift. Aber wir sehen, da gibt es keine riesen Gegenwehr von Moldenhauer hier im Porsche. So, mal kurz gucken, wo wir noch so hingehen können. Van Kempen haben wir hier noch, Van Kempen. Den hat es ja leider auch erwischt. 24 Positionsverluste auf der 39. Der hat da viele, viele Ferraris vor sich. Der nächste ist Alex Langhorst. Der hat 3 Positionen verloren. Ja, der hat 2,5 nach vorne. Also der muss jetzt vor allem nach hinten schauen. Da unten sehen wir den nächsten Zweikampf. Alex Cruz und Armin Schütz sind das. 36, 37. Bleiben wir doch mal ganz kurz hier auf der 38. Boxenstoppfenster müsste eigentlich, ja, in 2 Minuten und 20 Sekunden aufgehen. Sprich, na, eine Runde noch und dann in der nächsten kann man reinkommen. Passt nicht genau. Also da muss man ja quasi jetzt noch 2 Runden fahren, um da vorbeizukommen. Geffert und Moldenhauer. Oh, da holt sich Moldenhauer eine Position wieder, wie es aussieht hier. Der Porsche wieder am AMG vorbeigezogen. Ja, wollen wir doch mal reinschauen, wie er das angestellt hat hier auf der Bremse. Also wie gesagt, der AMG auf der Geraden stärker, der Porsche auf der Bremse stärker. Und hier ganz, ganz, ja, toll gemacht anscheinend hier außenrum. AMG sehr konservativ auf der Innenseite. Wir sehen es, der hat da viel, viel schon rausgenommen, damit er nicht zu weit rauskommt wahrscheinlich, um da keine Kollision zu provozieren. Und damit konnte der Porsche sogar außenrum vorbeigehen. Hatten wir eben ähnlich gesehen im Zweikampf. Und Porsche jetzt hier, ja, sehen wir auch auf der 28 wieder. Jetzt geht es aber gleich wieder auf die Gerade raus. Ja, aber könnte reichen. Diesmal 1 Sekunde hat er Vorsprung vor Geffert. Und er da auch noch ein bisschen wegrutscht. Also das sollte diesmal reichen, um auf der Geraden vorne zu bleiben. Deswegen steigen wir mal nach vorne auf die 15 zu Philipp Groß, der jetzt hier endlich mal
man den nächsten Gegner wieder direkt vor der Nase hat, nachdem man da ja auch ein bisschen nach hinten gefallen ist. Der bringt nochmal Remo Kipfer mit hier, dem BMW. Also, da bin ich auch gespannt auf die Boxenstopps. Bei den Abschnitten hier zum Teil sieht man, da wird ein guter Boxenstopp auf jeden Fall nötig sein, damit man hier keine Einzelposition einfach mal so eben abgibt. Denn mal verschoben werden allein, ja, das kostet gerne mal 3-4 Sekunden. Moin Moin Matze, na? So, einmal geht's noch vorbei hier an der Box. Also nächste Runde dürften die dann reinkommen. Also wie gesagt, glaube ich, ja, keiner war drin. Oh, Marcel Sauer sehe ich gerade mit der ersten DT hier nach 20 Minuten, die er schon absolviert hat. Damit hier auf der 42 unterwegs. Und ja, wir sehen es hier 10 Sekunden zum Rest des Feldes im Moment. Während Pfaffenrod und Hofmann hier ein bisschen Lowrider spielen, wie es aussieht. Wir gucken mal kurz rein. Hier am Ende der Geraden. Wahrscheinlich hat der Porsche sich mal am Ferrari vorbeibremsen wollen, könnte ich mir vorstellen. Wir schauen mal hier aus dem Windschatten in die Anbremszone rein. Guckt da raus, geht in die Bremse rein. Und der Ferrari kommt ein bisschen rüber. Und da trifft er den Porsche, der wieder die Wand trifft. Und ja, wieder retour einmal zum Ferrari zurück. Also hat jetzt beide nicht so wirklich geholfen hier. Hofmann aber auf der 40, Pfaffenrod dahinter jetzt auf der 41 mit sicherlich ein paar Sekunden Schaden. Und was sehen wir hier? Fast Rewide Richtung T1. Daniel Pai holt sich da, glaube ich, Dvoracek, der da zwei Positionen gerade verloren haben dürfte. Oh, kriegt da nochmal leicht einen mit von Martini, der ja aus der Box gestartet war, während das Boxenstoppfenster jetzt aufgegangen ist. Hofmann, oh, der ist schon wieder getroffen. Was hat denn jetzt hier nicht geklappt? Gucken wir mal. Wahrscheinlich durch den Schaden war nicht ganz so schnell unterwegs gewesen. Gucken wir mal, ob das Auto selbstständig verloren hat oder ob es da wieder eine Kollision gab. Nee, oh, ich glaube, der hat ordentlich Schaden. Also das sieht ja ganz, ganz blöd aus hier. Heck komplett, ja, lose, sage ich mal. So, Wilma und Dvoracek hier auch irgendwie mit gelben Flaggen unterwegs. So, das ist nur die Boxeneinfahrt. Kann auch sein. Wir gucken mal kurz. Wo ist Wilma? Ich glaube, Wilma hat einen Disconnect. Kann das sein? Warte mal. Nee. Ach, da steht er, aber warum steht er denn da, der Petrol Brothers AMG? Da gehen wir 30 Sekunden ins Replay zurück. Detonator, moin, danke für den Raid. Oh, jetzt habe ich nicht ganz hingeschaut. Ist er da weggerutscht eventuell? Auf jeden Fall steht er hier. Ja, jetzt an der Seite. Muss auch wieder gucken, wie er auf die Strecke kommt. Also Florian Wilmer hier auf der 39 nur noch. Ging also auch gut nach hinten. Ganz, ganz schade, wahrscheinlich noch Motor aus. Weiß nicht, was da jetzt genau das Problem ist. Der steht und steht und steht da. Müsste aber inzwischen wieder unterwegs sein, glaube ich. So, 5 Sekunden noch, dann sind wir wieder im Live-Bild unterwegs. Ah ja, da bewegt er sich wieder. So, die Ersten sind auch schon in die Box gegangen. Also wir gucken mal kurz rein hier. Ups, Aluza kommt unter anderem rein. Gucken mal kurz, war... Genau, hier hinten Sauer. Pfaffenrod ist drin. Hofmann ist drin. Klar, der hatte eben die Beschädigung. Also kam relativ glücklich da zum Boxenstoppfenster mit der Beschädigung, wenn man das mal positiv sehen möchte. Aber der wird natürlich etwas länger stehen, voraussichtlich. Also, wer kommt wann rein, ist die Frage. 18 Minuten hat man also noch Zeit. Sind also grob noch 9 Runden. 8 Runden wahrscheinlich, die man Zeit hat, hier zu entscheiden, wann man reinkommt. Und dann, ja, gegebenenfalls Reifen wechseln, wovon ich mal eher ausgehen würde, dass man das tut. Ansonsten, ja, kann man ein bisschen Zeit sparen, theoretisch. Wir gehen mal zu Danny Anwand rüber. Hier auf der 18. Position. Ja, hat 10 Positionen im Moment gewonnen. Ist auch, müsste noch ziemlich boxenstoppbereinigt sein. Um ihn rum waren noch alle nicht drinnen. Also den hat es wohl, ja, erstmal ganz gut erwischt hier. Die ersten 20 Minuten, die wir hinter uns haben. Detlef Gebhardt hat er direkt vor der Nase. So, was geht vorne, fragt man sich. Nicht so viel, hat sich nichts geändert. Bin ich dann vorne von fast 3 Sekunden weg. Also der kann sich da weiter absetzen, machen alle keine großen Fehler. Da sehen wir das Venari Racing Trio hier gerade im Blick. Lautenbach hier auf der 2, weiterhin auf der 3 unverändert. Christopher Schmidt und Max Lorenz hat immerhin eine gewonnen, hat sich dazu seinen Teamkollegen gesellt. Und die drei, ja, fahren auch recht munter hier hintereinander her. Mal sehen, ob das nach dem Boxenstopp immer noch so sein wird oder ob man da vielleicht tauscht oder tauschen möchte. Ich weiß nicht, ob da einer schneller kann. Im Moment, ja, sah es jetzt nicht direkt danach aus. Ja, wäre ein gutes Teamergebnis, würde ich mal sagen. Zweimal Podium, dann noch P4 dazu. Sind ja auch alles Pro-Fahrer, wenn ich es richtig gesehen habe. Jawohl, also das könnte dann, glaube ich, Teamwertung gibt es ja auch, ja, nochmal richtig, richtig Punkte geben heute. So, genau, können wir mal kurz gucken. P7 wäre im Moment, wenn wir schon beim Thema sind, genau, hier Begel, der wäre der Führende der Silberklasse aktuell. Conradi, der Zweite in der Silberklasse. Rütz noch 1-2 Sekunden dahinter auf der 3. Den AMs haben wir insgesamt auf der 20. Jakob Hausinger, der würde dann seine Führung gesamt ausbauen, denn der führt sie ja schon an. Und Busiam, der, ja, müsste ein bisschen was gewinnen auf jeden Fall. Der ist nicht unter den ersten dreien. Und dann haben wir noch Weber auf der 27. in der AM-Wertung, der womit auf dem Podium stehen würde.
Oh, ich denke auch gutes Ergebnis hier für Michael Weber. 11 Positionen im Moment gewonnen, muss aber auch nochmal reinkommen. So, eine DT bis jetzt erst, wie gesagt. Mal gucken, ob sie noch einer beim Boxenstopp eine holt. Hoffentlich nicht. Ah, ich gucke ein bisschen auf die Standzeiten. Wie gesagt, man kann sehr viel Zeit sparen, wenn man keine Reifen wechselt, weil es gibt keine feste Standzeit. Das heißt, wenn du nur wenig tanken musst, stehst du auch nur sehr kurz. Muss man sich überlegen, ob sich das rechnet. So, dahinter Armin Schütz sehr langsam unterwegs. Hat der Probleme, hat der Schaden. Ich glaube, der sieht auf dem Heck nicht mehr so dolle aus. Also, ich denke mal, der wird sich hier irgendwie in die Box schleppen. Der war noch nicht drinnen. Also, der wird jetzt gucken, dass er irgendwie in die Box kommt. Und wird natürlich jetzt hier viel, viel Zeit verlieren. Der Soapbox Racing Ferrari auf der 39. Dahinter waren sie schon alle drin. Also, der ja, wird da wahrscheinlich ein bisschen nochmal nach hinten fallen. Mal gucken. So, die direkten Zweikämpfe haben sich so ein bisschen ausgedünnt, durch die Boxenstoppphase vor allem auch, aber wir sind auch schon gleich bei der Hälfte des Rennens. Hier sehen wir, ja, wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Bild vom Venari Racing Trio. Pirchheim hier auf der ersten Position, auf der, mit der Nummer 41, so rum. Kann man kurz gucken, wie waren denn seine Ergebnisse bis hierhin. Kurz raussuchen. Wo ist er? Ah ja, der ist Vierter in der Gesamtwertung, also P3 war sein bestes Ergebnis, Nürburgring das erste Rennen, danach P9, P4, P4 jeweils danach. Also heute könnte sein erster Sieg werden und wäre dann der dritte Fahrer bei den Pro, in der Pro-Wertung, der mal einen Sieg holt. Bis jetzt hatten wir ja nur 2 Stück, also da könnte wieder ein bisschen was zusammenrücken dann. Bin mal gespannt, wird man ja in 2 Wochen dann spätestens nochmal sehen. So, eine andere Überrundung geht jetzt auch gerade mal los hier, je nachdem, wer gerade jetzt in die Box fährt oder auch eben nicht. So, sehen wir hier nochmal einen direkten Zweikampf. Ich würde mal behaupten, da wird man sehr vorsichtig sein. Man hat nämlich zu Jannis Seuss doch 6 Sekunden Vorsprung. Hier kommt der BMW erst von der Schwarzbierbude. Also das ist ein recht angenehmer Vorsprung, den man da nicht verspielen möchte, indem man da in unnötige teaminterne Zweikämpfe vielleicht geht. Ich denke mal, da wird man, ja wie gesagt, sehr, sehr froh sein über das Ergebnis im Moment. Und man hofft sicherlich, dass Pirchheim ja, sich auch nochmal einen Fehler erlaubt. Sieht aber aktuell nicht danach aus. Die Boxstoppzeiten, ja, die reichen von 6 Sekunden bis 45. Die 45 sind natürlich eher Reparaturzeiten. Aber ich sehe hier schon 1, 2, 3 Autos, die auf jeden Fall keine Reifen gewechselt haben, nur ein paar Liter nachgetankt haben. Also da wird sich erstmal ein bisschen was ändern. Bin gespannt, ob sich das nachher auszahlt. So, jetzt geht es hier auch an die eine oder andere Überrundung. Vornehmlich die, die gerade schon in der Box gewesen sind. Hier hat man noch 13,5 Minuten Zeit, um reinzufahren. So, Florenz da im Windschatten vom Schmidt. Er wiederum vom Teamkollegen von Lautenbach im Windschatten. Aber ich denke mal, der Porsche da lässt alle wunderbar durch. Jawohl, das sieht sehr, sehr gut aus. Kipfer kommt, glaube ich, gerade raus. Anwand kommt gerade raus, sehen wir hier. Auch immer sehr, sehr spannend. Kann man sich da vor dem direkten Gegner halten. Um ihn rum müssen noch alle in die Box. Also der hat da jetzt im Moment keine, ja, tatsächlichen Zweikämpfe um sich rum. Müssen wir ein bisschen warten, wenn das Boxenstoppfenster dicht ist. Ja, wer, wo, wen noch angreifen kann, wenn das dann wieder Boxenstopp bereinigt ist, alles. So, wir gucken mal. Langhorst und Cruz, die waren beide noch nicht drinnen. Das sind die beiden Ferraris hier, die wir gerade sehen. Die sind auf jeden Fall direkt im Zweikampf unterwegs. Haben wir so ein bisschen mehr Onboard zeigen hier. So, Großpeier haben getauscht, aber das ist auch Boxenstopp unbereinigt. Daher können wir hier vielleicht mal draufbleiben, beziehungsweise müssen auf die 37 gehen. Da haben wir Porsche internes Duell. Martini gegen Michael Weber, die hier, ja, beide ein bisschen länger standen als normal. 35 Sekunden, beziehungsweise 38. Gab wohl vielleicht auch was zu reparieren oder verschoben worden, je nachdem. Auf jeden Fall jetzt hier gab es den auf jeden Fall zueinander richtig, richtigen Zweikampf auf jeden Fall, Positionstausch 37-38. Silber gegen HM war das allerdings auch. So, Hausinger, gucken wir mal auf der 17, der war noch nicht drinnen, der bleibt auch noch weiter draußen, ist da an Nick Kleefeld dran, der muss auch nochmal reinkommen. Also auch hier im Boxenstopp bereinigtes Duell, Haya Hummel 18-19 hätten wir auch nochmal. So, gucken wir mal, BMW kann er sich so ein bisschen ransaugen, Zahner gerade gelbe Flagge, das ist aber nur die Boxeneinfahrt gewesen, jawohl. Müssen wir ein bisschen aufpassen immer.
So, einmal über die Kuppel rüber und wieder komplett runter hier in die SS rein. So, mal sehen, ob Hausinger ja da dranbleiben kann, ob er die Linie gut behält. Gibt ja so ja, ein bisschen verschiedene Linien. Wir haben es gerade gesehen, der BMW hat sich etwas weiter raustragen lassen. Der Lambo wird mitfahren, ein bisschen enger gefahren, die Rechtskurve. Und jetzt ja, muss man hier guten Rhythmus finden. Gar nicht so einfach zu lernen, die Strecke, muss man sagen. Doch eine sehr, sehr ja, große Herausforderung. Kann Spaß machen, die Strecke, wenn man sie kann. Manche finden nie Spaß dran. Ja, aber da muss man durch, wenn man hier vorne mitfahren möchte. Weil ich meine, wenn ich das nicht überlesen habe, gibt es keine Streicher. Also müsste man alle 12 Rennen eigentlich punkten. Und da muss man auch sowas mitnehmen natürlich. Ja, aber haben auch viele, viele den Weg hergefunden. Wie gesagt, 42 Fahrzeuge an den Start gegangen. Sind auch noch alle mit dabei. Schütz steht hier schon sehr lange. Über 230 Sekunden hier der Ferrari. Mal gucken, ob der nochmal rausfährt. So, immer noch eine DT bis jetzt nur. So, wie sieht's vorne aus? Wann kommt die eigentlich mal rein? Da hat sich auch noch keiner in die Box bemüht. Wir sehen da, die ersten 20 müssen noch locker rein. Da hinten auch noch der ein oder andere. Aber die Hälfte des Feldes war bereits drin. Und wir haben auch so ziemlich die Hälfte des Boxenstoppfensters und des Rennens hinter uns gebracht. Also, das passt alles sehr, sehr gut. Und immer noch viele BMWs da vorne. Max Lorenz im AMG. Ja, der sprengt das nochmal ein bisschen auf. Dann haben wir noch ein paar Porsche in den Top 10. McLaren. Ja, Ferraris heute eher hinten. Auf der 13 haben wir tatsächlich im Moment zumindest den bestplatzierten Ferrari. Auch die Lambos nicht ganz so groß in der Anzahl natürlich. Auf der 16 der Beste. So, Stefan Mons kommt rein. Hier ist er, der HyperX Racing One Pilot im McLaren. Dann gehen wir mal nach vorne, würde ich vorschlagen. Ja, oder Anderson Wegge wäre vielleicht auch noch ein bisschen interessanter, weil das sind ja mal keine Teamkollegen ausnahmsweise. Also da kriegen wir vielleicht nochmal ein richtiges Duell zu sehen. Mal gucken, hier Anderson jetzt in den Esses hinter dem Porsche. Da muss er sich ein bisschen gedulden. Auf die Gerade, da muss er mal gucken, dass er dran bleibt nach der Linkskurve, nach der Eng quasi. Oh, Porsche verliert so ein bisschen die Linie. Ist nicht ganz so wild, muss man sagen. Hier kann man ganz schlecht überholen. Heißt aber auch, dass der Ferrari hier gleich sehr dicht dran sein wird. Oh, jetzt hat er selber etwas die Linie verloren. Na? Oder andere Linie, je nachdem. Da muss er nochmal ein bisschen Gas raus. Die hörte sich zumindest danach an oder ein bisschen ja, übersteuern gehabt. Aber jetzt gucken wir mal, ob er da ja ransaugen kann. Wegge möchte da jetzt unbedingt vorbei am Ferrari. Mit der 71 ist das. Das ist. Alexander Kruse müsste das sein auf der 37. Der sich da ja möglichst nicht breit machen möchte. Aber Anderson, glaube ich, wird er jetzt erstmal nicht angreifen können. Also der Abstand zu groß, um hier auf der Graben wirklich Matthias Wegge ja, irgendwie gefährlich zu werden, der hier im Moment diese Silberklasse anführt. Ja, wenn die Boxstops durch sind, dann kann ich mal so sagen, wer wirklich nur einmal getankt hat und keine Reifen gewechselt hat. Das muss man natürlich auch mal ein bisschen berücksichtigen in den Zweikämpfen, wer da frische Reifen hat wahrscheinlich und wer nicht. Das hilft natürlich enorm im Zweikampf, wenn du da deutlich, deutlich mehr Grip hast. Denn die Reifen, ja, die sind natürlich noch ein bisschen abgekühlt in der Box, dann wieder warm geworden. Das mögen die auch nicht so gerne. Aber so nach 20, 25 Minuten merkt man das meistens ja doch schon bei den Reifen, dass die leicht abbauen. Und dann hat man immer noch über eine halbe Stunde ja, zu gehen in diesem Rennen. Und wenn da einer mit frischen Reifen ankommt, ja, da wird es dann schon mal ungemütlich. Aber auch für Wegge wird es gerade ungemütlich. Mal gucken, ob er sich in die Box verdrückt. Beide gehen in die Box rein. Hoffentlich geht das gut. Nicht, dass der eine dem anderen drauf fährt. Das war knapp, aber hat genau gepasst. Wunderbar. Aber mal sehen. Anderson, vielleicht schafft er es ja, über den Boxenstopp vorbeizukommen. Würde sich überlegen, ob er keine Reifen wechselt oder ob er einfach ja, darauf hofft, dass vielleicht Wegge einen schlechten Stop absolviert. War sehr, sehr gespannt. Stoßstange geht es auf jeden Fall jetzt hier rein. Auf der Strecke selber müssen wir mal kurz gucken. Chris Haier hier dran an Wolfgang Busch. 0,5 Sekunden. Auch wieder McLaren internes Duell. Während wir sehen es da vorne, die Top 10 so alle nach und nach jetzt reinkommen. Also werden immer weniger Autos, die hier, ja, noch ohne Boxstopp unterwegs sind. Zwei, drei Runden haben wir auf jeden Fall noch Zeit. Auch die beiden müssen noch mal reinkommen. Und Hummel sehen wir davor noch im roten Lamborghini. Also hier ein, ja, Boxstopp bereinigter Dreikampf im Moment, die auch alle gleich noch mal reinkommen werden. So, gucken wir mal. Wegge kommt raus. Also hier auf der, gucken wir mal, 16. Ja, kann sich vor dem BMW, glaube ich, halten. Und Stefan Mons, der hat ja die Position gewonnen. Der ist jetzt also vorbei. Nee, warte. Daniel Anderson meinte ich natürlich, ist vorbeigekommen. Ja, genau, hier vor Mons ist er jetzt und vor Wegge. Ja, beide haben, wollen wir mal gucken,
Viele, viele kleine Reifen gewechselt tatsächlich. Also interessant. Aber Anderson hat es jetzt also über den Boxenstopp geschafft. Steffen Monster auch noch vorbeigeholt. Schon Weckel jetzt damit auf der hier 16. Position. Dürfte noch ein bisschen nach vorne kommen. Wir sehen ja Hummel Buschaya, diese Dreiergruppe hier. Die muss ja gleich nochmal reinkommen. Die werden auf jeden Fall an ihn, an Weckel und seine direkten Konkurrenten auch ein paar Positionen verlieren. So, Schmidt vorne dran noch an seinem Teamkollegen. Da waren die ersten drei jetzt, glaube ich, noch nicht drin. Ich glaube, hier Max Lorenz war drinnen. Der müsste ja schon wieder unterwegs sein. Jawohl, da ist er. Der wird auch wieder ein bisschen nach vorne kommen, auf jeden Fall. Lautenbach kommt rein. Und Schmidt bleibt noch draußen. Kirchheim bleibt ebenfalls noch draußen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass sie sehr spät reinkommen und vielleicht keine Reifen wechseln werden. Bin mal gespannt. Also Max Lorenz hier aus der Führungsgruppe hat keine gewechselt. Der stand nur 6,6 Sekunden. Also der hat auch nur ein bisschen was nachgetankt. Lautenbach, ja, der wird wahrscheinlich das Ähnliche machen. Das wird ja sonst keinen Sinn machen. Ich denke mal, dass die Venari-Leute sich da auch absprechen. Also gucken wir gleich mal auf die Standzeiten. Wenn er wieder draußen ist, kann ich euch das sagen. Ansonsten, wir haben aber einige, die nicht gewechselt haben. Vor allem im Mittelfeld weiter hinten hat man teilweise gewechselt. Vielleicht auch, weil man da ohnehin... Was macht Florian Wilmer denn hier? Weil man da vielleicht ohnehin nicht mehr so viel zu holen hat. Aber wir gucken mal kurz bei Florian Wilmer rein. Was ist ihm denn hier widerfahren? Den hatten wir doch vorhin, glaube ich, schon mal gesehen. Sieht ein bisschen danach aus, als wenn plötzlich die TC weg gewesen wäre. Oh, da geht er links rein. Rechts sehen wir noch den Teamkollegen, der da gerade vorbeigefahren ist. Bussian ist das. Eieiei. Und der war noch nicht in der Box, der Florian. Das ist das Gute, sage ich mal. Der kann oder muss oder wird jetzt wahrscheinlich reinkommen, etwas reparieren und dann wieder auf die Strecke fahren. So, wo ist Langhorst hin? Herr Langhorst hat er einen Disconnect. Wir gucken hier nur auf die Tribüne. Sieht ein bisschen danach aus, als wenn er nicht mehr mit dabei dabei ist. So, hier auch ein bisschen langsam. Gucken wir mal kurz hier rein. Was ist denn hier bei Zahner und Rütz passiert? Hab da so die Befürchtung, dass es da zur Kollision kam, denn die kam da relativ langsam aus der Kurve raus. Aber vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Wir schauen mal kurz hier, ob der Porsche ihn vielleicht gedrückt hat von hinten. Jawohl, da nimmt er den BMW so ein bisschen mit. Und dann, ging es zumindest nicht groß in die Wand rein. Aber Chris Haya, beziehungsweise Zahner, hier sind wir wieder im Live-Bild. Jawohl, hier vor Rütz jetzt. Jawohl, und Moldenhauer jetzt auch vorbei. So, die sind also boxstoppereinigt unterwegs. Wir müssen kurz mal nach vorne gucken. So, Lautenbach hat auch keine Reifen gewechselt. Max Lorenz also weiterhin dahinter geblieben. Beide roundabout 6 Sekunden Standzeit. Können wir davon ausgehen, dass das vorne ähnlich sein wird. Pirchheim nämlich reingekommen, Schmidt reingekommen. P1, P2, P3, P4 sind ja schon drin gewesen. Bocke kommt jetzt rein. Zeus müsste auch jetzt demnächst reinkommen. Denke mal, diese Runde wird er wahrscheinlich reinkommen. Wird sonst ein bisschen knapp mit der Zeit. Und dann sollten wir so langsam wieder ein boxstoppelreinigtes Feld haben. So, Langhorst. Okay, der hat einen Disconnect oder ähnliches. Ich habe es gerade gesehen. Deswegen gehen wir mal zur Vierergruppe, solange die da vorne noch in der Box sind. Mal gucken, wann die rauskommen, wo die rauskommen. Wir haben jetzt Zahner, Moldenhauer, Rütz und Bussian im Vierkampf. BMW, Porsche und AMG. Sehr, sehr schöner Mix hier. Gucken wir doch mal bei Marius Zahner hinten raus, was die Kollegen dahinter ihm machen. Porsche internes Duell da gerade. Mal sehen, ob da einer angreift. Oder Bussian da mit dem AMG, mit der AMG-Power vielleicht angreifen kann. Das schaut sich wahrscheinlich eher an. Wir sehen da gerade, wie Moldenhauer dagegen Rütz verteidigt. Wir fahren mal mit hier Innenseite. Wird sich jetzt reingebremst. Der AMG muss außen leicht ausweichen. Oh, es kommt da fast ins Sandwich, der grüne Porsche. Aber tatsächlich, Rütz geht vorbei. Und Bussian könnte da gute Chancen haben, ebenfalls den Porsche zu treffen. Zu überholen. Und jetzt trifft er aber den Porsche. Davon Rütz, glaube ich, den es dreht. Bussian dreht es ebenfalls weg. Und Moldenhauer, der lacht sich da ins Fäustchen. Ist jetzt hier auf der 25. Position wieder unterwegs. So, vorne geht's gut zur Sache. Weckel dreht sich hier weg. Ab ins Replay. Ja, vielleicht dann irgendwie Missverständnisse mit der Boxenausfahrt. Da kann, glaube ich, gerade einige raus, wenn ich es so richtig interpretiert habe. Wir gucken mal hier. Da rechts ist die Boxenausfahrt. Da kommt ein Porsche raus. Dahinter ein BMW. Weckel, der ein bisschen weit rausgekommen ist und dreht sich dann leider selber weg, muss man, glaube ich, so feststellen. Hier auf der 17. Position jetzt unterwegs. So, wie sieht es jetzt vorne aus? Also Pirchheim 6 Sekunden, alle 6 Sekunden vielleicht gestanden. Christopher Schmidt nochmal einen Tick länger. Deswegen ist er jetzt hinter Max Lorenz. Also die beiden Teamkollegen haben jetzt hier getauscht. Damit haben wir BMW, AMG und BMW jetzt hier auf P2, 3, 4 Boxenstopp bereinigt. Also da gab es einen Positionstausch. Ansonsten da vorne erstmal alles so geblieben. Ja, wie es ist hier. Johannes Heuss dürfte jetzt eigentlich reinkommen.
Jawohl, da sehen wir ihn. Detlef Kep wird gleich nochmal abbiegen. Hummel, Busch muss noch reinkommen und Daniel Pei. Und dann, ja, müssten alle soweit drin gewesen sein. Dann haben wir gleich wieder, ja, alle da, wo sie dann auch entsprechend, ja, hingehören, sage ich mal. So, da haben doch sehr, sehr viele keine Reifen gewechselt. Hätte ich gar nicht mal unbedingt erwartet. Also so bis P25 haben sie alle maximal mal 10 Sekunden gestanden. Also die haben wirklich noch alte Schlappen drauf. Nur ein bisschen nachgetankt. In der Hoffnung, ja, dass man da ein bisschen was an 1, 2, 3, 4 Sekunden gewinnt. Ja, aber dann haben alle alte Schlappen drauf. Dann ist es ja schon wieder fast fair. Dann kommt es vor allem drauf an, wer da gut mit den, ja, Reifen umgehen kann über 60 Minuten. So, Zeus Capehorn kommt rein vorne. Das heißt, da fehlen, na, Hummel Busch auch. Das heißt, noch Pi fehlt. Das wird dann gleich absolviert werden. Und wir gehen mal hier auf die im Moment 12-13. Position. Die müssen da jetzt nochmal 2-3 Positionen gewinnen. Der McLaren, ja, der dürfte nicht so viel sehen hier hinter dem dicken BMW. Der hat ja schön im Windschatten dran. Aber, BMW ist sehr stark auf der Graben. Man sieht es auch hier, wie er leicht wegzieht. Ja, da hat man keine Chance anzugreifen hier anstelle von Anderson. Ja, sehr, sehr schade für ihn. 2 Positionsverluste insgesamt. Oh, jetzt ist die Tür fast auf gewesen. Ja, sehr verführerisch. Aber der BMW kriegt den Schwung damit. Hier auf der 9 und 10. Position ist es jetzt. Boxstopp bereinigt. Also in die Top 10. Ja, haben sie es erstmal geschafft. So, hier oben Kurve 1. Relativ enge Geschichte. Lucian, mal gucken, ob er Hausinger angreifen kann. Das ist, ja, AM-Wertung. Also die kämpfen ja auch in der eigenen Wertung gegeneinander. BMW muss aufpassen. Ist noch gerade so Platz, um zum Apex zu ziehen. Hätte er da, ja, sich selber fährt, fast weggedreht, nimmt er sehr viel Körb mit. Der BMW kann es noch halbwegs ab, verliert wahrscheinlich etwas Schwung. Wir sehen es hier. Der AMG von Lucian kann sich jetzt hier auf die Innenseite drücken. Ist schon daneben. Und jetzt muss er aufpassen, da nicht zu spät zu bremsen, dass er gut um die Kurve kommt. Der BMW wird natürlich probieren, da außen gegenzuhalten für die SS. Oh, das sieht interessant aus. Jetzt hat wieder der BMW den Vorteil. Mal sehen. Wir hatten heute schon ein, zwei Mal gesehen, dass man da außen rum vorbeikommt, aber in dem Fall nicht. Der holt sich da vielleicht sogar einen Cut, bin mir nicht ganz sicher. Aber zumindest kann er den BMW jetzt nicht überholen. Hausinger bleibt hier auf der 26. Position. So, Pi ist draußen, das heißt, es sind alle in der Box gewesen. Da gibt es schon mal nachher keine Strafen. Sehr gut, dann können wir die Boxenstopps auch ausblenden. Damit haben wir jetzt endlich 19 Minuten vor Schluss ein Boxenstopp bereinigtes Feld. Und auch die Abstände jetzt hier, Pirchheim, 4 Sekunden weg. Lautenbach, dann haben wir Max Florenz, der jetzt aufs Podium gerutscht ist, weil er seinen Teamkollegen in der Box quasi überholt hat. Sebastian Brocke hier auf der 5, hat Johannes Zeus hinter sich. Der müsste auch nach hinten gefallen sein. Ich glaube, Brocke müsste an Zeus vorbeigekommen sein, denn da ist der Boxenunterschied oder Boxenstandzeitunterschied 3-4 Sekunden. Das würde ganz gut hinhauen, dass Brocke sich hier P5 geholt hat. So, Stefan Mons hier auf der 7. Der ist noch dabei, hier so ein bisschen wegzukommen von Konradi, Aluza und Andersen, die hier immer noch im Zweikampf sind. Da sind wir eben drauf gewesen. Jetzt gucken wir mal hinten raus. Eben war ja bei McLaren dabei. So, aber wir haben auch eben gesehen, der BMW kommt ja eher weg und auch hier bestätigt sich's wieder. Ganz, ganz ärgerlich da, ja, für Daniel, dass er da auf der Karte nicht angreifen kann. Der muss es also auf der Bremse probieren, was mit dem McLaren auch nicht sonderlich einfach ist. Nicht die besten Bremsen. Ansonsten irgendwie, ja, unter Druck setzen, hoffen, dass der Vordermann einen Fehler macht und dann, ja, die Chance nutzen hier. Aber im Moment, ja, ein ganz, ganz schweres Pflaster hier, um auf die 9. Position zu kommen. So, wir gehen mal zu Jakob Hausinger rüber. Der ist weiter bei den AMs, ist aber dran an Busian. Glaube, die hatten auch getauscht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, beide haben aber Reifen gewechselt. 35 bzw. 34 Sekunden Standzeit. Die haben also beide frische Reifen drauf. Oh, da bin ich mal gespannt, ob die da vorne an diese kleine Gruppe da oben noch rankommen. Die haben nämlich, glaube ich, alle, ja, die haben alle keine Reifen gewechselt. Nee, Rütz hat gewechselt, glaube ich. 38 Sekunden Standzeit. Aber viele, viele, wie gesagt, da vorne haben alte Schlappen drauf. Könnte also sein, dass sie da nochmal rankommen. Ah, bin mal gespannt, ob sich da so ein Silber- oder ein Pro-Fahrer, ja, das gefallen lässt, da von einem AM-Duell überholen zu lassen. Wahrscheinlich eher nicht. Wie gesagt, eine Gesamtwertung gibt es ja auch nochmal. Also, da ist es sehr, sehr spannend in der AM-Wertung. Wir gucken mal in der Silberwertung. Müssen wir mal kurz nach oben scrollen hier. Konradi auf der 8, als Zur auf der 9 und Weggel nur noch auf der 15 durch den Dreher eben. Der hatte ja, glaube ich, die Führung in der Silberwertung in dem Rennen. Jetzt sind wir noch auf der 4, nicht mal mehr Podium leider. Also da hat sich auch ein bisschen was getan. Na, allgemein hat es sich aber auch halbwegs geordnet. Also Pro-Fahrer doch hier unter den Top 21 hauptsächlich. Ein paar Silberfahrer dabei. Ja, also hier Konradi könnte sich hier den Sieg holen in der Klasse heute.
Ah, gehen wir hier zum Moldenhauer rüber. Da wird es gerade wieder mal kuschelig. Der AMG jetzt gegen den Porsche. Ich glaube, da waren von auch schon mal drauf. Da hatte das ja, glaube ich, gekracht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Gucken wir jetzt mal, ob der Bus hier an außenrum vorbeikommt. Genau, der war da ja vorhin kollidiert. Außenrum. Kann er aber sich vorbeidrücken da am Porsche. Da kommt gleich der nächste an. Hausinger ist das. Junge, Junge. Also, jetzt wird es hier richtig, richtig interessant. P23 bis 27. Oh, schon wieder fast die Berührung hier. Eieiei. Ja, die waren davon schon mal kollidiert. Dann hat er sehr viel Körb mit. Nicht, dass er sich da jetzt einen Cut geholt hat. Immer noch sehr wenig DTs. Eine DT gerade nur. Ich hatte ja 5 bis 10 geschätzt. Oh, der BMW Zahner ist das. Der arbeitet zumindest auch mal fast daran, sich eine zu holen. So, Andersen immer noch am BMW dran. Wir gehen aber zu Weggel rüber, der jetzt gerade am Teamkollegen dran ist, am Detlef geht. Außenrum Richtung der SS. Oder der SS hier. Da wird man auch vorsichtig sein. Aber muss er ja mal ein bisschen Gas geben, weil Kipfer kommt da jetzt von hinten an. Das ist ja auch ein Silberfahrer. Also doppelte Konkurrenz, wenn man so möchte, für die Gesamt- und für die Klassenwertung. Also haben sich wieder schöne kleine Grüppchen gebildet. Also da vorne um P9, hier um P15. Hier sehen wir nochmal P26 Richtung T1 unterwegs. Marius Zahner im BMW ganz vorne, im AMG und da der Porsche von Moldenhauer sehen wir, der da ja nach vorne und nach hinten schauen muss. Also ganz, ganz knifflige Situation für ihn. Der BMW ganz stark auf der Geraden. Da muss er gleich mal gucken, ob er das verteidigt bekommt oder ob der Hausinger eventuell vorbeigeht. So, ich glaube, hier gab es ein Überholmanöver. Wir gucken mal kurz rein. Check und Cruz. Oh, Duracek hier relativ weit draußen gewesen, aber dann am Ferrari von Cruz ja, vorbeigezogen. Hier auf der Innenseite konnte sich da auch halten. Also P34, 35 ist das im Moment. Noch ein paar Überrundungen dabei, dahinter der BMW. Davor der AMG, P3 und P4 sind das. Oh. Ja, wo soll ich hinschalten und gucken? Hier Hofmann, glaube ich, an Geffert, glaube ich, gerade vorbeigekommen. Jetzt müssen wir mal kurz hier hin und her schalten. Bussian da vorne, jetzt vorbei am BMW. Da gucken wir auch nochmal gleich ins Replay rein. Wollen wir mal mitbekommen, was der Petro Brothers AMG da veranstaltet hat. Vielleicht hier Innenseite. Der BMW verteidigt da auch schon auf der, ja, natürlich Innenbahn. Und der AMG lässt sich da nicht beirren, versucht es da außen rum und kann da ein bisschen besser rausbeschleunigen tatsächlich. Also außenrum überholen ist auch, ja, nicht alltäglich. Aber Alvin hat das hier wunderbar gemacht. Geht da jetzt auf die 24. Marius Zahner muss sich da gleich gegen den nächsten, ja, verteidigen, während Cruz und Voracek da offenbar einen kleinen Unfall hatten. Zumindest mal eine kleine Berührung hier auf der 35, 36. Aber wir gehen mal kurz wieder hier hin. Dann können wir gleich mal zu Weggel und Kebler vorne gehen. Ganz vorne verpassen wir leider gar nichts. Also 5 Sekunden, 3 Sekunden, 3 Sekunden sind da die Abstände. Zu P5 sogar nochmal 8 Sekunden. Also da passiert leider heute doch nicht so viel, wie wir uns erhofft hatten. Dafür, dass das ja zeitweise im Qualifying doch sehr, sehr spannend war. Ja, gehen wir mal hier zu den beiden Hobel Sim Racing Porsche. Dahinter noch der BMW von Remo Kipfer. Ah, schade. Matthias hat sich heute sicherlich auch deutlich mehr erhofft. Der war da ja deutlich weiter vorne unterwegs. Ist ja hier von der 6 ins Rennen, von der 6 ins Rennen gegangen. Jetzt hier auf der 15 leider durch. Ja, diese kleine Kollision, wo er, ja, vielleicht ein bisschen rausgekommen ist, würde ich sagen. Hätte er ihn hier etwas weiter innen halten können, dann wärst du keine Kollision gekommen. Und leider, ja, oder wäre dann der Dreher auch nicht passiert. Aber so hat er jetzt nochmal 13 Minuten Zeit, zumindest mal seinen Teamkollegen vielleicht zu überholen. Ich denke mal, viel weiter nach vorne wird schwierig werden. 7, 8 Sekunden. Wir sehen es hier ja. Ja, ist der Abstand da zu den nächsten. Das wird man wohl nicht so eben mal aufholen können. Ja, Rennen ist schon fast vorbei. Also richtig, richtig was los. Björn schreibt es ja auch, der heute leider nicht mitfahren kann. Viele Fights, aber sind noch viele Fahrzeuge dabei. Ich hoffe mal, sind noch fast alle dabei. Jawohl. Ja, Schütz hat, glaube ich, abgestellt hier. Hat man vorhin schon gesehen. Der steht da schon seit Ewigkeiten. Langhorst ist dabei. Martini, die haben aber 2 Runden Rückstand. Weiß gar nicht genau, warum. Wir hatten ja vorhin, war das bei Langhorst? Ich glaube, ja. Da hatten wir gesehen, dass der womöglich einen kleinen Disconnect vielleicht hatte. Könnte gut sein. Bei Martini weiß ich gerade nicht. Der war jetzt dreimal in der Box. Könnte sein, dass er auch einen hatte. Bin mir nicht ganz sicher. So, jetzt ist Rütz und Busch. Haben hier, glaube ich, getauscht. Wir gucken mal kurz rein. Der Porsche tatsächlich ja McLaren vorbeigezogen. Mal gucken, kann ja nicht nur auf der Bremse passiert sein. Auf der Geraden wird das eher schwieriger. Also ein gutes Stück weg eigentlich. Also richtig später Angriff hier, aber Busch, der, ja, wehrt sich da auch gar nicht. Ich glaube, den hat er da auch eher vorbeigewunken. Aber ja, nimmt mal gerne an. P22, also für Alexander Rütz hier.
Damit hat er ja immer noch 9 Positionen leider verloren. 40 Sekunden stand er in der Box. Also der hat sich womöglich auch ein bisschen mehr erhofft. Hier Wolfgang Busch hat 7 gewonnen. Der kann das relativ locker nehmen. Aber beide Silberklasse. Also da ging es auch direkt um Punkte. So, Andersen, also der klebt hier seit dem Boxenstopp oder kurz danach zumindest am BMW dran. Ja, der kommt da einfach nicht vorbei und der kriegt jetzt langsam ein Problem. Philipp Groß, der sich wieder ein bisschen nach vorne gearbeitet hat, nachdem er da ja auch einige Positionen abgeben musste, ist jetzt direkt dran. Damit haben wir P8 bis P11 hier so mehr oder weniger im Bild. Mal gucken, Gerd Binder dahinter bringt noch Chef Ewerts mit. Die sehen wir da unten wahrscheinlich mehr oder weniger. Da wird noch überrundet fleißig. Also da ist noch einiges, ja, auszufechten, sage ich mal. 11 Minuten hat man noch Zeit. So 5-6 Runden dürften das noch sein, die man hier ja verteidigen muss, angreifen muss. Und Daniel Andersen, der kommt nicht vorbei und muss wahrscheinlich hier gleich gegen gegen Philipp Groß natürlich verteidigen hier. So, vorne brauchen wir nicht groß hingucken. Ganz hinten auch nicht so viel. Das heißt, wir haben jetzt so, ja, sagen wir mal, 2 Grüppchen um P10 rum im Moment, um P15 rum vielleicht, eine kleine Gruppe. Da können wir uns ein bisschen drauf konzentrieren aktuell. Aber großes Lob an die Fahrer bis jetzt jedenfalls. Ich weiß nicht, wer wie viel Katz hat natürlich, aber eine DT bis jetzt tatsächlich nur. 10 Minuten vor Schluss. Mal gucken, ob da in den letzten Runden nochmal was reintrudelt. Aber das ist eine sehr, sehr gute Bilanz hier für 40 Fahrzeuge. Also hat man gut geübt. Das passt auch sehr, sehr gut. Damit, ja, wenig, die jetzt komplett nach hinten gefallen sind dadurch. Wie gesagt, 1, 2 Disconnects eventuell, würde ich jetzt mal sagen. Armin Schütz, wie gesagt, hat wohl abgestellt. Also da haben wir immer noch, ja, 40 Fahrzeuge hier auf der Strecke. So, jetzt greift Daniel Andersen vielleicht an. Schafft er das jetzt? Da rechts im Bild sehen wir ihn gerade noch so. Wenn wir bei ihm mal mitfahren, sehen wir da rechts der BMW, der ihn wieder ein bisschen wegziehen wird. Jetzt hat er ja nicht mal mehr Windschatten. Und wir haben ja schon gesehen, im Windschatten kommt er kaum hinterher. Aber vielleicht lässt der BMW etwas auf, dass er jetzt hier vorbeiziehen kann. Hoffentlich überschießt er nicht und dreht sich hier halb ein und verliert da jetzt nochmal eine Position. Binder müsste vorbeikommen. Jeff Ewerts geht da vorbei. Detlef geht mal gucken. Der schafft es gerade nicht so. Der müsste da unten jetzt gleich ins Bild kommen vielleicht. Da oben ist er mit Daniel Weggel, genau. Matthias Weggel und mit Remo Kipfer im Gepäck. Ah, ganz, ganz ärgerlich für Andersen. Ja, der hätte da pace-technisch, glaube ich, schneller fahren können als der BMW. Und jetzt hat er, ja, ganz im Gegenteil hier einige Positionen wieder abgeben müssen. So, Zeus kommt, glaube ich, ein bisschen an Brocke ran. Da müssen wir mal gucken. 5 und 6 machen wir mal den Vergleich der letzten 3 Runden. Da sehen wir 6/10 Unterschied. Die fahren hier meist so 7er Zeiten. Auch mal eine 8er dabei. Aber Brocke hier, ja, der verliert so ein bisschen Zeit. Oder andersrum, Zeus gewinnt ein bisschen Zeit hier auf dem BMW. Müsste dann aber auch Teamkollegen sogar sein. Also, Venari haben wir vorne mit dabei, beziehungsweise ganz vorne Team Schwarzbierbude. Dann haben wir 3-mal Venari, wenn ich das richtig sehe, und dann nochmal 2-mal Schwarzbierbude. Mons ist dann HyperX, genau. Also, Schwarzbierbude und Venari auf den ersten 6 Positionen. Das gibt mal ordentlich Stoff dafür die Teamwertung. Sehr, sehr gut. BMWs, vor allem ein AMG dabei. Also, erfolgreiches Rennen für beide Teams, wenn das so bleibt. Ich gehe mal von aus, die Abstände sind ja doch relativ entspannt, Anführungsstrichen, bei den geringen Pace-Unterschieden. Ja, müsste das doch normalerweise reichen. So, jetzt gehen wir mal auf Busch drauf. Anwand sind wir drauf. Jetzt haben wir noch ein paar Zweikämpfe hier. Honda, den haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Patrick Schröter, wie ist es ihm ergangen? 5 Positionsgewinne. Und ja, der muss sich vielleicht nochmal verteidigen. Weiß aber, Remo Kipfer da vorne angreifen kann. Davor noch die beiden Porsche von Hove Sim Racing. Mal gucken, ob er da vielleicht rankommt. Wir können ja mal gucken zu Remo Kipfer. Ist er eher langsamer, zumindest die letzten Runden. Also wird er jetzt nicht eklatant schnell rankommen, voraussichtlich. So, jetzt hier vielleicht Philipp Groß ist dran an Alzura. Da hatte sich ja leider Andersen verabschiedet aus der Gruppe. Na, kein Angriff hier, aber jetzt hier Hove Sim Racing internes Duell. Weggel probiert es jetzt hier Innenseite gegen Detlef Geb. Mal gucken, ob das funktioniert. Oh, es gehen die Side-by-Side rein, da wird ordentlich gekuschelt. Kipfer guckt sich das dahinter an. Wenn wir da mal mitfahren, bei Kipfer wollte ich sagen, sehen wir, dass Weggel jetzt vorbeigekommen ist an Geb. Das hat also gereicht. Mal gucken, ob Geb da jetzt nochmal irgendwie kontern kann. Das wird wahrscheinlich jetzt hier nicht so einfach passieren. Jetzt hier konzentrieren, nicht das Auto jetzt nochmal wegschmeißen. Und Zeus jetzt sogar vorne vorbeigekommen. Das ging jetzt relativ fix. Ab ins Replay natürlich. Johannes Heuss hatten wir gesehen, war ein bisschen schneller. Aber Brocke hat sich, denke ich mal, fast einen Fehler erlaubt. Das ging ja doch relativ zügig jetzt hier. Da ist er noch so 2, 3 Autolängen vor ihm. Gucken wir doch mal rein, ob vielleicht kriegen wir das nochmal mit hier am Bremszone. Uiuiui. Das war, ja, sehr mutig oder verbremst. Eins von beiden. Heuss geht auf jeden Fall vorbei, aber ich glaube, wenn wir das Live-Bild gucken, ist Brocke wieder vorbei.
könnte mir sehr gut vorstellen, dass Zeus ihn vielleicht nochmal vorbeigelassen hat, fairerweise. Aber wir haben gesehen auch, dass Sprocket da nochmal die Lenkung aufgemacht hat. Hat das also im Rückspiegel gesehen, dass er angeschossen kommt. Also alles gut, keine Berührung. Position, ja, erstmal wieder zurückgegeben, so wie vorher. Und dann, ja, hat er jetzt nochmal, ja, 4 Runden ungefähr Zeit. Na, 3, 4 Runden sind es noch, die er noch Zeit hat, um hier Brocke gefährlich zu werden. Ja, Philipp, ja, der war schon deutlich weiter vorne. Der hatte leider einen kleinen Vorfall. Hatte nochmal 6 Positionen, glaube ich, verloren. Jetzt hat er nur noch eine insgesamt verloren. Ist dran an Alzura. Also da wäre vielleicht noch mehr drin gewesen heute. Aber ja, insgesamt hier gut mit dabei. Hier auf der 10. Vielleicht sogar noch 9. Position. Conradi haben wir auf der 8 davor im Porsche noch. Wollen mal sehen, was da noch geht. Fährt hier seine 7er Zeiten. Das ist ja gar nicht mal so schlecht hier im Feld, wenn ich das mal so gerade überblicke. Vorne fährt man so 7-0er Zeiten. Er fährt hier so 7, ja, Mitte, sage ich mal, hoch vielleicht. Das reicht auf jeden Fall mal hier Richtung Top 10 mitzuhalten. So, jetzt bleiben wir vielleicht mal beim BMW-Duell hier vorne. Vorne ist ja auch nicht super viel passiert, leider. Also am Start wurden mal 1, 2 Positionen getauscht. Über den Boxenstopp haben Florenz und Schmidt getauscht. Ansonsten, ja, tut sich da vorne nicht viel. Pirchheim auf der 1 mit 7 Sekunden fast Vorsprung. Hat auch die schnellste Runde. 6,68 oder 2 Minuten 6,68. Schmidt, sage ich gerade, nichts passiert hier. Und dann kommt hier Christopher Schmidt um die Ecke. Verliert hier womöglich das Auto. Da, jetzt sehen wir das Replay auch. Gucken mal ganz ohne Bedrängnis. Jetzt ist Brocke vorbei. Zeus ist vorbei. Oh, was ist denn da passiert? Da muss er irgendwie weggerutscht sein hier beim Ausbeschleunigen. Er ist schon auf der Bremse und dann geht es auch noch in die Wand rein. Oh, Christopher Schmidt schmeißt hier, ja, P4 war, glaube ich, weg. Jetzt auf der 6 müsste er wieder auf der Strecke sein. Wir gucken mal kurz hier. Ja, auf der 6. Position mit Schaden. Stefan Monster hinter 10 Sekunden weg. Könnte vielleicht reichen, je nachdem, wie stark sich der Schaden auswirkt. Oh, da wird sich Christopher Schmidt ärgern. Und natürlich, ja, fürs Team ärgerlich. Wäre ein schönes Bild gewesen, da P2, 3, 4 nach Hause zu fahren. Man hat immer noch 2 Autos da auf dem Podium. Und Zeus geht diesmal vorbei. Wir gucken rein. Hoffentlich diesmal ohne zu spät gebremst zu haben. Da ist er deutlich dichter dran. Wir sehen es hier. Wir gucken mal hinten raus hier. BMW jetzt eine gute Autolänge nur dahinter. Also da hat er sich diesmal jetzt, ja, auf die Innenseite gebremst. Gucken wir mal. Lässt aber auch hier wieder die Tür sehr weit auf. Ja, hat eben schon schlechte Erfahrungen gemacht. Da ist man ein bisschen vorsichtiger. Also Johannes Zeus hat sich da jetzt, ja, P4 geholt, logischerweise. Dadurch, dass Christopher Schmidt ja auch hier das Auto verloren hat. Also Johannes Zeus hat Sally nochmal auf die 4 gekommen. War da lange auf der 5, 6 sowas unterwegs. Also mit P4 wird er recht zufrieden sein. Von der ist er auch gestartet. Podium wird wohl nichts mehr werden. 16 Sekunden ist er weg hier. Moin, Mike. Kein Problem, Ulle Maus. Mal doch gerne. So, gucken wir doch auch mal. Da ist es auch gerade relativ eng. 4 Minuten noch. Führende ist gerade in den S's unterwegs im 1. Sektor. Ah, mal gucken, könnte noch für 2 Runden dann gleich reichen. So, mal kurz die Nummern einblenden. Conradi, Alzura sehen wir hier. Aluza, so heißt er. Habe ich wahrscheinlich die ganze Zeit falsch gesagt hier. Aluza, BMW und hier der Porsche, die kämpfen, ja, um den Sieg in der Silberklasse. Und Philipp Prost dahinter, der möchte auch noch mitmischen. Der möchte für die Gesamtwertung natürlich noch mal ein bisschen was rausholen hier. Ansonsten haben wir Bussian auf der 1 bei den AMs und Pirchheim Lautenbach Florenz vorne für die Pro-Wertung auf dem Podium. So, Danny Anwart ist auch noch mal dran an Schröter. Da kommen wir pünktlich zum Unfall hier. Der BMW und der Honda treffen sich hier. So, mal gucken. Da hat jetzt keiner profitiert, glaube ich, von den anderen Kollegen. Also hier gab es einen kleinen, ja, Vorfall jetzt mal. Aber Unfälle hielten sich heute auch in Grenzen, muss man sagen, zumindest was wir so gesehen haben. Also Schröter hier auf der 17, Anwand immer noch auf der 18. Aber klar, auf den letzten Metern willst du natürlich nochmal probieren, vielleicht doch nochmal vorbeizukommen. Ja, Wetter ist auch stabil geblieben, ist sogar ein bisschen aufgeklärt sozusagen. Die Temperaturen haben sich auch nicht geändert, Strecke optimal. Also das, ja, hat alles gepasst, was das angeht. Wir gucken mal kurz mit Peter Lindner nach hinten. Der hat 9 Positionen verloren. Ist hier an Daniel Pei dran. Und da holt er gerade richtig, richtig auf. Pei hier noch mit relativ langsamen Zeiten. Weiß nicht, ob der vielleicht Schaden hat oder irgendwas. Auf jeden Fall, ja, wird Peter Lindner, ich denke, ihn nochmal holen. Der ist nämlich, ihr habt es vielleicht gerade kurz gesehen, hier 6,2 Sekunden schneller in den letzten 3 Runden insgesamt. Also der wird da normalerweise nochmal vorbeikommen. So, Hofmann ist jetzt nochmal in die Box gefahren. Das riecht ein bisschen nach DT. Das wäre tatsächlich erst die 3., glaube ich. Die 21 hat auch noch eine gehabt. Ah ne, das ist er gerade gewesen, sorry. Also das war die 2. DT in diesem Rennen gerade mal. Also, großes Lob hier an die Fahrer.
Da habe ich tatsächlich ein bisschen mehr erwartet, aber zum Glück wurde ich enttäuscht. Also wenig DTs hier auf der Strecke und Rülz greift jetzt hier nochmal Chris Heyer an. Da war mal spät auf der Bremse hier, DOD-Pilot. Aber Chris Heyer lässt sich da auch nicht beeindrucken, lässt ihn da einfach mal vorbei. Ja, Silber gegen Pro. Also für die Klasse selber macht das keinen Unterschied für die Gesamtwertung. Muss ich mal kurz gucken. Bis P30 gibt es für die Gesamtwertung Punkte. In den Klassen selber die ersten 12 übrigens. Aber das werden ja fast immer alle sein bei fast 40 Fahrzeugen. So, Hausinger, der Teamkollege, der ist nochmal dran am Moldenhauer. Hinter sich hat er von Kempen, der da Innenseite jetzt vorbeigeht. Jawohl. Hier der Ferrari 11 Position verloren. Also, das Rennen lief jetzt auch nicht so, wie er wollte. 6,3 Sekunden Standzeit. Der hat also da nichts repariert wahrscheinlich. Nur getankt, keine Reifen gewechselt. Der Hausinger, der hat frischere Reifen, aber gucken, ob der nochmal angreift. Hier müsste so demnächst in die letzte Runde reingehen. Wir gucken mal kurz vorne. Birchheim, der überrundet jetzt hier den DOD-BMW. Mal gucken, ob er da vorbeikommt. Der hat zumindest mal ein bisschen Zeit. 7 Sekunden Vorsprung. Da kann man mal 2, 3 Kurven abwarten zum Überrunden. Aber auch das muss trotzdem gut funktionieren. Der dürfte dann gleich in die letzte Runde reingehen. Das ist dann Runde 29. Also die 30 machen wir nicht ganz voll hier. AGTV, moin. Kommt da auch noch vorbei. Und Pikachu auch mit dabei. Sehr schön. So, also hier, der wird gleich in die letzte Runde reingehen, der Michael, der wirklich ein souveränes Rennen gefahren ist. Und ich denke mal, die letzte Runde wird er nicht wegschmeißen. Hinter die Venari-Autos, ja, die da auf 2 und 3 zumindest noch unterwegs sind. Die tun sich auch nicht viel. Johannes Zeus hat ein bisschen profitiert. Sebastian Brocke konnte er überholen. Christopher Schmidt da leider mit dem Dreher in die Wand rein. Nur P6, dann wird es wahrscheinlich werden gleich. Aber ja, immer noch ein solides Ergebnis. So, was geht hier noch? Eine Stunde haben wir gleich hinter uns. P7 bis P11 sehen wir hier wirklich hintereinander. Da geht also noch einiges. Und Philipp Groß mittendrin, der macht hier Druck, aber er hat es auch in den letzten Runden nicht geschafft, da vorbeizukommen am BMW. Hängt ihm da jetzt auch hinterher, so wie Anderson vorhin, der da auf der 13 unterwegs ist. Der ja leider ja, sich weggedreht hatte beim Überholversuch oder Vorgang gegen den BMW im T1. Wirklich, wirklich schade. Und da wird auch nicht mehr viel gehen. Die 13. Position wird es dann sehr wahrscheinlich werden. So, dann bleiben wir doch mal auf dem Kampf drauf für die letzte Runde. Wir gehen jetzt auch in Runde 29, müsste das ja jetzt sein. Jawohl. Und dann haben sie, ja, Kota geschafft. Viele werden froh sein. Ist nicht so beliebt, die Strecke, bei den allermeisten jedenfalls. Und dann, ja, geht's weiter im Rennkalender. Schauen wir uns gleich nochmal an, wo es dann in 2 Wochen hingeht. So, fahren wir mit bei Philipp. Fortunata Racing hier auf der 10. Position. Mal gucken, schafft das nochmal auf seine Ausgangsposition zu gehen? Hat er heute eher die Aufgabe, wieder Schadensbegrenzung zu betreiben, wieder etwas nach vorne zu kommen. Und mal gucken, ob es da funktioniert, ob sich da vorne vielleicht noch einer einen Fehler leistet. So, denk mal, vorne wird ihm da viel passieren. Florenz Lautenbach zwar dicht beisammen, aber die werden da jetzt auch keine Kira-Aktion mehr absolvieren, die Teamkollegen. So, ein paar Sekündchen haben wir noch. Gleich geht aber Pirchan über die Linie. Da gehen wir natürlich nach vorne. Jetzt gucken wir nochmal hier vielleicht, ja, letzten Möglichkeiten, muss man sagen. Ein paar gibt es ja hier durchaus zum Überholen. Hier vor der Geraden, nach der Geraden. Der BMW selber ist nochmal dran an Conradi. Hier der Porsche, der sich da vielleicht gleich warm anziehen muss. BMW war ja recht stark auf der Geraden. Aber ich glaube, das reicht noch. Also Philipp Groß jetzt hier im Windschatten hinter dem BMW. Mal gucken, ob wir die gerade noch mitbekommen. Pirchheim biegt nämlich gerade in die vorletzte Kurve ein. Gucken, ob Philipp Groß nochmal angreifen kann. Der Porsche verteidigt sogar eher noch davor. Also da kein Angriff. Na, gehen wir ganz kurz nach vorne. Michael Pirchheim holt sich also hier den Sieg. Und damit haben wir den dritten Gewinner. Im 5. Rennen in der Pro-Kategorie holt sich den ersten Sieg. Ist ja P4 im Moment noch in der Gesamt- und Lautenbach. Und Florenz, die tauschen hier nochmal offenbar. Also Florenz auf der 2, Lautenbach auf der 3. Johannes Zeus kommt gleich auf der 4. Position um die Ecke. Hier Venari nochmal auf der 6. Rocke davor. Jetzt gucken wir kurz, aber natürlich nochmal zu der kleinen Gruppe hier, ob es nochmal was an Positionstausch gibt oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht mehr, nur noch 2 Kurven und dann ist es hier geschafft. Aber wunderbar zu sehen, nach einer Stunde hier noch so eine schöne Fünfergruppe. Dicht an dich, Stoßstange, Stoßstange, geht es hier zusammen über die Ziellinie. Reicht aber am Ende nicht mehr, auch die letzte Kurve kriegen alle. Das heißt Mons, Conradi, Aluza, Groß. Oh, Groß ist nicht zufrieden. Oder ich weiß nicht genau, könnte ich mir vorstellen. Und Binder dahinter im Ziel. Dann kommt Jeff Ewerts hier auf der 12. 5 Positionsgewinne. Dani Andersen leider ein bisschen verloren vorhin nochmal. Und dann haben wir hier auch nochmal eine kleine Gruppe. Wegel, Keep und Kipfer kommen hier nochmal dicht an dicht über die Linie. Schröter bringt nochmal Anwand mit. Honda gegen BMW sehen wir hier nochmal.
Achso, er hasst die Strecke, okay. Ja, verstehe ich. Dann haben wir Nick Kleefeld nochmal, auch Fortune Hunter Racing. Und dahinter noch Daniel Hummel. Nochmal die beiden nächsten Lamborghinis von Fortune Hunter Racing. Ich glaube sogar die einzigen Lamborghinis hier vom Team im Feld. Dann Rütz auf der 21 verloren. Chris Heyer 5 gewonnen auf der 22. Weiter geht's mit Alvin Bussian, der hier, ich glaube, die AM-Wertung heute gewinnt. Jawohl, der wird Erster in der AM-Wertung. Dann haben wir Wolfgang Busch dahinter auf der 24. Moldenhauer ein paar Sekunden dahinter, bringt nochmal Hausinger mit, der ebenfalls auf dem Podium landet in der Klassenwertung. Dann dahinter nochmal ein bisschen Off-Track hier von Van Kempen auf der 27. Und Marius Sana dürfte mit einer der letzten sein, der noch unterwegs ist. Der HQTH Sim Racing Pilot im BMW. Ja, von der 29 auf die 28. Und dann, glaube ich, sollten alle im Ziel sein. So ist es auch, sehr, sehr schön. Und damit, ja, gucken wir mal hier nach vorne. Die müssten sich gleich nochmal ein bisschen aufstellen hier. Also Glückwunsch an die, ja, Gesamtsieger, an die Klassensieger natürlich. Gucken wir nochmal hier, dass wir ein schönes Bild zum Ende bekommen. Sehr schön. Und dann gucken wir nochmal kurz ins Studio. So, haben wir es also geschafft. Fünftes Rennen. Und ja, war doch sehr, sehr spannend. Sehr wenig DTs. 2 oder 3 Stück waren es gerade mal. Also bei über 40 Autos eine Stunde. Da kann man auf jeden Fall mal den Hut vorziehen. Hätte ich deutlich mehr erwartet. Aber wie gesagt, freut mich auf jeden Fall, dass wir da wenig Strafen heute gesehen haben. Was wollte ich sagen? Achso, wo sind wir nächstes Mal? Auf Snetterton. Das wird ja nicht besser. Was die Beliebtheit zumindest angeht. In 2 Wochen geht es also zum 6. Rennen nach Großbritannien. Nach Snetterton, mal gucken. Das wird wieder ein ganz anderes Rennen werden. Sehr enge Strecke, keine beliebte Strecke. Also auch die Erfahrung vielleicht gar nicht mal allzu groß von den Fahrern auf diesem Kurs. Ja, wird man dann in 2 Wochen sehen zum 6. Rennen. Und dann, ja, schaue ich mal, wo ich euch jetzt hinraide. Denn das war's dann, ja, für heute. Wir sehen uns hier morgen, denke ich mal, werde ich fahren. Samstag fahre ich auf jeden Fall. Also, nächsten Tage auch mal wieder am Steuer unterwegs. Und dann werde ich euch mal irgendwo rüber schubsen. Mal kurz nachschauen hier. Fährt er hier noch? Fährt er noch? Ich hoffe. Bin mir gerade nicht sicher. Wir probieren es einfach mal. Wir gehen mal zu Robin rüber, wenn der schon mal streamt. Ich hoffe, der macht jetzt nicht aus. Wir probieren es einfach mal. Ansonsten wird er euch irgendwo weiterhin raiden, wenn er nicht weitermacht. Ja, ansonsten bedanke ich mich natürlich auch bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, war ein sehr, sehr schönes Rennen. Wir sehen uns morgen, übermorgen zum Fahren hier, morgen Abend oder übermorgen Abend entsprechend hier auf dem Kanal. Und wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.